Im Gespräch mit Markus Lörtscher. Wir reden über Gefängnis und psychiatrische Anstalten. Nicht, weil er Gefängniswärter ist, nicht, weil er Psychiater ist, sondern weil du in ganz verschiedenen Anstalten als Patient bzw. als Gefangene drin gesessen bist. Wir haben im Vorgespräch abgemacht, ich kann alles fragen, du willst über alles reden. Alles ist verdammt viel. Du hast jederzeit die Möglichkeit, zu sagen, das wird jetzt doch nicht beantworten. Oder zu sagen, du willst das Gespräch beenden. Wenn du eine Pinkelpause brauchst oder eine Ziegepause, sagst du es, dann tun wir das überbrücken. Wenn du einfach alles so machst, damit du dich maximal wohlfühlst und wir schauen, dass das Gespräch einführt. Hallo Markus. Schön. Hallo Daniel Stricker. Ich weiss, außerdem, was ich gesagt habe, eigentlich nichts über dich, außer dass ich dich ein paar Mal an Demos gesehen habe. Jawohl. Da, ja, aber ja. Du hast mir gesagt, du bist 10 Jahre insgesamt in verschiedenen Gefängnissen und psychiatrischen Anstalten unterwegs gewesen. Ja. Ich würde gerade mal zum Vorauserfragen, bist du wegen Mord und Totschlag und Vergewaltigung im Gefängnis gewesen oder wegen was? Ein bisschen weniger schlimm. Aber ich bin so gehandelt worden, als dass ich das gemacht hätte eigentlich. Ja. Was ist genau... wegen was bist du gesessen? Sind das mehrere Sachen gewesen, oder? Nein, es war eine Sache gewesen, eigentlich. Das ist? Versuchte Brandstiftung, hat man dem dann gesagt. Also, es war so, gewesen, ich hatte Streit mit der Familie, oder? Für einmal kurz zum Randen. Und nachher hat meine Familie eigentlich auch schon Gesetzesartikel. Wie sieht man dem? Dagegen verstoßen. Und ich habe dann nachher versucht, die Brandstiftung darauf auch gegen einen Gesetzesartikel verstoßen. So. Da können wir auch noch im Detail gehen, probiert, dass ich chronologisch. Nein, du musst nicht entschuldigen. Du kannst mir jederzeit unterbrechen. Ich rede tendenziell zu viel. Das ist überhaupt kein Problem. Nur damit wir eben einen Faden drin haben. Unbedingt. Einfach mal der Grund, dass du im Gefängnis bist, ist Brandstiftung. Versuchte Brandstiftung. Ja, weil aber wir es selber gibt, gelöscht wieder. Aber da gibt es ja nicht 5 Jahre Gefängnis, oder? Das steht im Strafgesetzbuch, glaube ich, 3. Ja, aber du bist, für was bist du genau verurteilt worden, dass du insgesamt 5 Jahre, also wie lange bist du im Gefängnis gewesen? 10 Jahre und 4 Monate hinter Schloss und Riegel. Psyche etwa die Hälfte und Gefängnis etwa die Hälfte. Und hat man dich früher noch gehen lassen? Hast du den Drittel Erlass überkommen in guter Führung? Nein, oder? Also das, ich muss jetzt vielleicht kurz das so sagen, wie das gehandhabt wird. Wenn man etwas Böses macht, das eben gegen ein Gesetz verstößt, dann wird man heutzutage, das ist seit etwa 10, 15 Jahren, ich weiß es nicht so genau, wird sofort werden Doktor eingeschaltet und in den meisten Fällen wird gesagt, der Mann hat das und das gemacht, darum hat, er ist krank, darum hat er das und das gemacht. Und dann gibt es nachher, meistens wegen Schuldunfähigkeit, gibt es nicht eine Strafe, die eben nachher nach 2/3 fertig wäre. Es gibt eine Massnahme und zu dieser Massnahme gehören Medikamente dazu. Da wirst du einfach ganz bös behandelt und gezwungen. Aber bei dir ist es ein bisschen, da können wir alles im Detail zu reden, ist ein ganz spannendes und schlimmes Thema, glaube ich. Aber was mich zu verwundern ist, du warst auch etwa 5 Jahre im Gefängnis gewesen. Das heisst, man hätte nicht einfach gesagt, du bist krank und darum bist schuldunfähig, sonst wärst du ja nur in der Psychiatrie, in Anführungszeichen. Ja. Bevor wir über den ganzen Ablauf kommen, was ist offiziell der Grund, dass du ins Gefängnis hast müssen? Weil, also eigentlich haben sie mich ja dann verhaftet und einen Tag später, als ich den Brand habe, gemacht und wieder gelöscht mit dem Kollegen. Jetzt habe ich kurz... Also wie im Wunder, wieso, dass du insgesamt 10 Jahre hinter Schloss und Riegel gewesen bist, sei das in der Psychiatrie oder im Gefängnis. Das ist ja so ein hoch... Du hast gerade vorhin gesagt, ist Brandstiftung allein in 3 Jahren. Das genau. Reicht ja nicht für die Strafe, die du bekommst. Oder richtig. Etwas anderes vorgelegt richtig. Sein, nein, das ist nichts anderes vorgelegt. Es ist einfach das Problem, wenn man dann den Massnahmenartikel, das ist im Strafgesetzbuch ein neuer Artikel, nicht Verwahrung, sondern die kleine Verwahrung, Artikel 59, das ist der Massnahmenartikel. Und wenn man den überkommt, dann muss man auf einmal 5 Jahre muss man Therapie machen. Und das ist das wichtigste Wort. Therapie, Therapie und nochmal Therapie, oder? Okay. Aber Gefängnis zuerst und dann Therapie? Ja, das ist halt ganz verschieden. Oder? Manchmal kommen wir direkt in eine Psyche. Bei mir war es so, dass ich eigentlich auf einmal in eine Psyche bin zur Begutachtung. Da habe ich das erste Gutachten gemacht und bin nachher in die Untersuchungshaft gesteckt worden, weil sie nicht gewusst haben, was mit mir machen. Und ja...
bin nachher zum vorzeitigen Massnahmenantritt von Thun, vom Hochsicherheitsgefängnis, Untersuchungsgefängnis, in die schlimmere Anstalt Thorberg, die Berner, das Berner Gefängnis, sind wir dann zum Vorzeitigen. Das Gefängnis, das? Das Berner für die schlimmeren Leute, Mörder, wie du gesagt, Mörder und Sexualstraftäter, sind dort vor allem, oder? Und ich bin dort über die Erfahrungen würde ich auch gerne noch reden, darum leid, dass ich so hartnäckig bin. Ich würde doch immerhin verstehen, man hätte dich etwa 5 Jahre ins Gefängnis tun. Hast du während dem Gefängnisaufenthalt noch Sachen gemacht, die strafbar sind? Oder was ist der Grund, dass du so lange dort gesessen bist? Weil wenn du sagst, also kannst du sagen, wenn du es nicht beantworten willst, ja, ist okay, das ist aber ganz wichtig, dass sie es einfach verstanden haben, oder? Gute Frage. Also ich habe manchmal eben schon durchgedreht, oder? Ich habe manchmal eben schon durchgedreht. Bei der einen nachher vom Welschen, Lulandero, war ganz, ganz schlimm gewesen. Ich bin ganz sicher, dass Medikamente und die Spritzen, die sie mir ins Viertel gejagt haben, dass die auch schuld waren. Dann haben sie mir dann ganz schnell, hat dann der Doktor gesagt, sofort auf Bern, in die Waldau, das ist die Berner Psyche. Und dort bin ich in den Hochsicherheitsdings reingekommen und habe dann nochmal Spritzen in den Arsch bekommen. Also, gut, ja. Also das heisst, ursprünglich verurteilt worden bist du wegen versuchter Brandstiftung, voilà, zu einer Strafe von wie lange? Ja, du hast es richtig gesagt, 10 Jahre und 4 Monate bin ich, sagen wir, Thorberg etwa 5 und Basel etwa 5 und noch so ein bisschen so. Also, ich bin immer wieder ein bisschen verschoben worden. Und nachher noch Probezeit. Bewährungsphase habe ich auch noch. Aber die erste Strafe, die erste Verurteilung vom Richter, der hat gesagt, war 2 Jahre Gefängnis oder was hat er gesagt? Weißt du, alle hat gesagt, jetzt kommt der Artikel 59 im Strafgesetzbuch kommt jetzt zum Tragen. Und das bedeutet Therapie. Also keine Gefängnisstrafe, sondern nur Therapie. Aber du warst schon im Gefängnis gewesen. Wie bist du ins Gefängnis gekommen? Auch beim Durchdrüllen in der Therapie? Nein, dann bin ich nicht durchgedrüllt. Ich bin eigentlich am Anfang, wo ich alle Medikamente konnte verweigern, sie sagen dann verweigern, oder? Bös und so. Da habe ich nichts. Ich habe zuerst, wie ich gesehen habe, bei der Begutachtung in Münzingen, 6 Wochen, habe ich dann schon gedacht, das ist ja verrückt, 6 Wochen in der Geschlossenen, nur das nebenbei. Dort habe ich gesagt, ich will keine Medikamente, ich muss nicht die Roche unterstützen. Und nachher bin ich auf Thun gekommen und dort habe ich dann eine Krankenschwester gesagt, ich will keine Medikamente. Und dann später habe ich gesagt, es tut mir so weh, ich war so einsam in der Einzelhaft, dass ich Freude hätte, mal mit der Krankenschwester zu reden. Oder? Also, wäre ich nicht gerne mit Krankenschwester. Aber ich probiere es noch ein allerletztes Mal. Und dann verspreche höre ich auf, dann nachzuhaken. Ja, was war deine erste Strafe von dem Richter wegen versuchter Brandstiftung? Weißt du das überhaupt noch? Weil das war ja schon lange her. Ich weiß schon. Und was ist das gewesen? Du hast gesagt, nur Massnahmen. Es war keine Strafe gewesen. Wegen Schuldunfähigkeit, können sie nicht eine Strafe geben, sondern müssen mehr Psyche tun. Aber du bist ja 5 Jahre im Gefängnis auch gewesen, nicht nur in der Psyche. Genau. Ich wundere, wieso bist du im Gefängnis gewesen? Ich bin dort gewartet. Ich habe 5 Jahre gewartet, damit ich auf Basel in die Psyche konnte. Mehr oder weniger. Also, was? Also die haben dich quasi aufs Warten? Ja, die sind recht voll, die Psychis. Ich bin nachher, hat plötzlich geheissen, als ich im Gespräch war mit der Madame dort, jetzt kann ich auf Basel teilweise, kann mit der Herr Mitter, kann mit der Doktor, und dann schauen wir, wenn dass ich auf Basel allenfalls könnte. Ich bin da in diesem Ding rumgekumpelt, in diesem Büro, hatte so eine Freude gehabt, dass es einen Schritt weitergeht. Und ich habe schon geahnt, dass das vielleicht wie ein bisschen der Weg raus vielleicht geht, endlich, oder? Ich habe immer noch nicht verstanden, also du bist nicht 5 Jahre im Gefängnis gewesen, um auf einen Therapieplatz zu warten, oder? Also musst du sagen, wenn es nicht beantwortet wird, dann gehen wir weiter, aber es ist nicht einfach intellektuell jetzt Wunder. Es ist schon verrückt für dich zu verstehen, oder? Ja, ich habe noch nicht verstanden, du sagst, du hast nicht eine Strafe bekommen, sondern quasi psychiatrische Behandlungszwang, sage ich mal. Ja. Aber du sagst mir gleichzeitig, du bist 5 Jahre im Gefängnis gewesen. Das heisst, da muss ja auch ein Urteilsspruch herum sein, dass du ins Gefängnis musst. Ja, aber wenn du es nicht sagen ist okay, dann lassen wir es weg. Mir fehlen die Worte dafür. Jetzt sollten wir es weglassen. Also lassen wir es aus, geht dann... Das ist eine Willkür, die da herrscht, zum Teil, oder? Aber es muss auch wenn es ein willkürliches Urteil war, hätte es ein Urteil geben müssen, das heisst, der Markus muss jetzt
ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre lang ins Gefängnis, oder? Das ist eben heute der Fluch, das müssen sie eben nehmen, eine Strafe aussprechen. Und nachher kommt man nach zwei Drittel raus. Das wird eben viel, läuft das ganz anders. Als Beispiel, ich habe ja jetzt gesehen, ich habe eine kleine Verwahrung bekommen. Weißt du, was die richtige Verwahrung ist? Sag, hast du noch nie gehört? Also, das haben sie eingeführt. Ich glaube, sogar die SVP hat die blöde Idee gehabt. Ja, wir müssen, die Gesellschaft muss sicher sein. Wir sind so unsicher. Wir müssen den Verwahrungsartikel rein tun, ins Gesetz. Mhm. Ich gehe alle 14 Tage gehe ich auf die Uni, ins Hochsicherheitsgefängnis. Ein krasser Mann, ein hochintelligenter Mann, wo als geisteskrank gilt, überhaupt nicht krank ist. Das ist sogar der Professor in Bern. Der hat ein Dings bekommen, eine Verwahrung ausgesprochen. Der ist 78 und er sieht im Moment nur noch den Sarg, den er rausführen wird, oder? Genau, also die endlose Verwahrung, weil es schlimmer ist als lebenslänglich, weil lebenslänglich nach guter Führung ist in der Schweiz auch nach Massenmord nach 16, 17 Jahren wieder draußen. 25 Jahre ist die Maximalstrafe. Zwei Drittel muss man absitzen. Bei der Sicherungsverwahrung kann quasi ein Vergewaltiger oder so, der rückfällig wird zum Beispiel, der kann wirklich das Leben lang, oder ein Kinderschänder, kann das Leben lang, bis er tot umgeht im Gefängnis mit 100. Das ist verrückt aus dem Land. Oder das ist verrückt. Nicht im Gefängnis, in der Therapie quasi, Anführungszeichen, in der Sicherungsverwahrung, dann sterben. Genau, aber eben, lassen wir es dann einfach offen, wieso ja, du im Gefängnis warst. Ja. Ich habe es nicht verstanden, ehrlich gesagt. Hast du nicht verstanden, gell? Ich verstehe es auch nicht. Das kann man. Mein Kollege, ganz interessanter Kollege, den ich früher viel bei Velofahren mit mir, ist Informatik-Ingenieur. Und der hat seiner Mutter gesagt, Markus, geschieht Unrecht. Dem geschieht Unrecht. Und was ich eben auch damit sagen wollte, mit dem Ganzen eigentlich habe ich haben sie den Hausfriedensbruch begangen, meiner Leute, und haben meine Wohnung, vom Grossi habe ich die gehabt, ausgeräumt, als ich auf einem Hilfstransport war, in Moldawien. Ich komme zurück und er ist halt das Zeug geräumt und hat es mich verjagt. Und dann wollte ich zuerst den Bruder überwältigen, habe die Tür nicht reingebracht und habe dann angezündet. Der Koche, weil dummerweise auf dem Tisch gerade seine Zündhölzer nicht gelegen. Lustig. Mit Zündhölzer allein ist noch schwierig, etwas anzünden, oder? Du musst ja, schon noch einen Brandbeschleuniger haben. Vorhang. Aber du hast auch noch deinen Bruder überwältigt. Das heisst, ist auch noch eine Gewalttat dazugekommen? Nein, das war keine Gewalttat. Das war notwendig. Das habe ich jetzt so noch selten mit diesem Wort ausgedrückt, überwältigt. Wir sind einfach zurückgekommen, wie gesagt, von dem Moldawien mit dem Lastwagen und so. Die Mutter hat gesagt, kommt noch etwas essen, der Lastwagen arbeiten, der war eben noch Feuerwehrmann, lustigerweise, wo mir geholfen löschen nachher. Und habe die Suppe gegessen und dann sage ich meine Mutter, wie sieht es jetzt oben aus? Und dann sagt sie, ja, wir haben das Zeug geräumt. Und dann hat es mich verjagt. Ich habe so meine grosse Wohnung gewählt, ist die Tür geschlossen gewesen, gehe runter, bretschen, Vollgas, die Tür rein, wo alle, die Leute waren am Abend spät am Suppe essen gewesen. Der Vater hat, glaube ich, angefangen ausrufen von oben und dann habe ich ihn, glaube ich, kurz stillgestellt und bin dann innerhalb von der Wohnung rauf in unser Zimmer, das wir früher hatten und wollte in die grosse Wohnung rüber. Und das war schon beschlossen und ich hatte dort relativ viel Adrenalin oder Power und habe die Tür aufgebracht aus dem Schloss raus. Und habe mal den Hometrainer, den er da in Stobhafen mal hergestellt hat, habe ich ihm dann umgeschossen und bin in mein kleines Zimmer her, wo mir das Grosse hat noch gegeben hat, um es zu brauchen. Und dort habe ich dann die Tür einen Klack weit aufgebracht. Und er hat sofort gegengestossen und das war mehr oder weniger stärker gewesen. Und nachher kommt das, was ich gesehen habe, wegen der Zundhölzer. Wie alt bist du da gewesen? Wie alt bin ich gewesen? Das ist im Jahr 08. 26. Rund, Januar 08. Ist das gewesen. Und ich habe Jahrgang 80. Dann wäre ich bist 28 gewesen und bist jetzt 42. Jawohl. Genau. Ja. Und also ist 14 Jahre her. Ich finde vielleicht, es ist ein bisschen heikel jetzt, oder wenn du sagst, eben der Vater hat Tag gemacht und so weiter, weil die Leute sind ja nicht da, die können ihre Sitzverdinge nicht bringen, ist ein Stück weit unfair. Müssen wir aufpassen, dass wir uns da juristisch auf einem sicheren Gebiet bewegen. Ich schlage darum vor, wir dürfen vielleicht die ganze Zeit stehen kommen, jetzt mal, wieso das genau passiert ist, wer da Unrecht gemacht hat, mal auf der Seite lassen. Und dürfen uns mal probieren, chronologisch
in die Geschichte hineintauchen, was passiert ist, nachdem du das erste Mal verurteilt worden bist. Wo bist du denn hingekommen? Ja, das habe ich schon leicht angetönt. Ich versuche es nochmal so ein bisschen probieren, auszuschmücken. Das ist der. Darf ich noch mit der Verhaftung kurz anfangen? Ja, natürlich. Mir ist einfach wichtig, dass wir die Leute in das Ganze hineinziehen, die sich nicht wehren können, die vielleicht eine andere Sicht auf Dinge haben als du. Jawohl. Nicht, dass wir da etwas machen, weil am Schluss du noch Ärger rüberkommst. Oder? Genau. Also ich bin geflüchtet nachher. Nach der versuchten Brandstiftung, die du selber wieder gelöscht hast? Selber gelöscht habe. Und dann sind wir ab und so. Dann habe ich den Brütsch, das kann, darf ich auch schon sagen, habe ich dann mit dem Feuerlöscherstaub aus dem Zimmer von aussen rausgeblasen. Und lustig ist es aber wahrscheinlich nicht, oder? Wenn man Feuerlöscherstaub einatmet, musst du sagen. Das, ich weiss es nicht. Je nachdem, wie fest dass er hat eingeatmet in dem Moment. Ja, ist es gefährlich. Ja. Und dann ist eigentlich... Ist dann eigentlich relativ schnell gegangen, dass die Polizei ist, vom Wald rein gefahren zu unserem Bauernhof gegangen. Und ich habe das gerade genug früh noch, wenn man checkt und bin dann in den Wald rausgesäckelt, oben nachher. In den Wald raus, habe dann von einem Ferienhaus einen riesigen Hang oben nachher. Und dann ist jetzt weit oben das Ferienhaus und dort habe ich dann so mit ziemlich viel Angst, Bedenken, habe ich dann gesehen, wie sie das Ganze... Bauernheim und haben abgeleuchtet. Bin dann von diesem Ferienhäuschen weiter rauf und so und dachte, Weißt du, weiter rauf, weiter im Berg rauf? Ja, ein bisschen, ein Stück noch der Hang, weiter rauf. Bin dann so ein bisschen voran, hatte einen Bach im Wald runter. Bin dann so ein bisschen Bach und Wald drauf. Und dann hat es mich da ein bisschen umgeschlagen, weil es dunkel war, obwohl ich noch Schwenk hatte. Es war noch, glaube ich, noch Vollmond gewesen, fast gar. Ich habe noch gedacht, soll ich echt zu meinen Kollegen. Ich habe es zum Glück nicht gemacht, weil sie sind überall mega suchen. Also du hast in dem Sinne noch gewusst, jetzt suchen sie dich. Jetzt ich habe das irgendwie nicht gewusst, aber gespürt. Und hast du das Gefühl gehabt, zu Recht? Findest du? Nicht unbedingt. Ich habe mal gehört, unbedingt. Im Gefängnis hocken unschuldig. Wenn man im Gefängnis sage, dann sagen alle, sie sind unschuldig. Ist das bei dir auch so gewesen? Und alle deine Mitgefängnisinsassen haben gesagt, sie sind unschuldig? Ja, vielleicht schon ein paar. Das ist jetzt noch eine schwierige Frage. Aber bleib mal bei deiner Geschichte. Ja. Bin du nachher, anstatt zu den Kollegen, wieder den Walz oder dringend rauf und bin nachher auf die Alp rauf. Voralp. Mhm. Und in dieser Hütte war es brutal kalt gewesen. Das hat man gesehen, vor 26. Januar, gell? Keine Heizung? Nein, gar nicht. Das war elend kalt gewesen. Ich konnte kaum schlafen. Ich glaube, noch ein bisschen eingeführt mit Holz probiert. Aber weil ich nicht recht konnte schlafen, recht früh jetzt ab. Halt dann nachher, weil richtig Adelboden und so. Ein Kollege fragt für Geld für das Postauto. Dann mal irgendwo vom Kollegen anrufen und fragen, wie es dort tut. Hat er einen anderen Weg genommen. Bin dann nachher ein bisschen talauswärts. So mein Kollege war irgendwie noch im Nest gewesen, und dann bei meinen Verwandten. Die haben jetzt nachher geklebt. Dort ist dann irgendwie jemand, ist nett gewesen, wenn die Polizei kam. Und die haben mich auf brutale Art nachher verhaftet. Dort. Also, wo bist du genau hin zu Verwandten? Also, ja. Und die haben dich dann quasi verpfiffen, die haben gesagt... Irgendjemand hat meinen Bruder angerufen oder direkt der Polizei angerufen. Und dann sind fünf, sechs Informierte bewaffnet reingekommen und haben dich am Boden gedrückt, oder wie? Ja, ich habe nur zum Onkel gesagt, die Polizei kommt und so, was soll ich? Bleib nur mal schön still, hat der Onkel gesagt, alter andere Mann. Und dann bin ich dort geblieben, alle noch aufgestanden, logischerweise. Sie kommen rein, die Jüngsten natürlich vorab. Der Weiseste und ältere Polizist, der hinternach. Polizeihund, sofort hinternach. Und dann hat er mich auf den Boden, also hat er mich so in die WC-Tür reingepratscht und im WC also nicht der Hund, ein Polizist. Polizist. Der Hund hat die Ruhe lassen, oder? der Hund ist, glaube ich, wenn ich es richtig habe, checkt, recht verwirrt gewesen. Er hat im Zeug nicht mehr recht gewusst, dass er packen muss.
Ob der Polizist oder dich? Oder was? Ja. Lustig, ja. Ja. Okay. Also lustig nicht ja, für den Polizist, aber für mich. Ja, die Handschellen sofort hinter dem Rücken. Entschuldigung, ja. Hinter dem Rücken, das ist verlängert natürlich nachher recht. Vorher kannst du stundenlang, aber hinten tut es recht weh, die Handschellen. Ausser man ist Yogameister. Und, ja, genau. Und dann bist du in einen Bus hineingesperrt worden. Und ja, sie haben zwei Polizeiauto gehabt dort, und der Jeep ist nachher, haben sie gesehen, soll hinten in den Jeep einsteigen. Ich habe gerade sofort im Jeep voran ein A4-Blatt gesehen und dort ist gestanden, psychisch gestört. Und von Hand zuoberst ein Natel-Nummer. Und das Natel-Nummer ist wahrscheinlich das, was sie von dem, was sie den Anruf bekommen haben. Bist du schon geframed vom Tag 1 als psychisch gestört, bevor überhaupt jemand dich evaluiert hat? Oder hat es schon Indizien gegeben voran? Ja. Bist du schon mal von einem Psychiater begutachtet worden? Ja, mehr oder weniger. Ja, mehr oder weniger schon. Also schon voran schon? Also ja, hat eine längere Vergangenheit? Kurz vorher habe ich da so seltsame Sachen mal, können wir noch drauf kommen, sonst erlebt, haben sie mich auch in die Psyche geschossen. Ah, du bist schon vor dem schon in der Psychiatrie gewesen? Ein halbes Jahr vorher, ja. Ja. Die gleiche Psyche, die ich auch wieder noch beherrsche. Und das halbe Jahr war das allererste Mal, wo du in der Psyche warst? Jawohl. Im Gefängnis bist du bis heute noch nie gewesen? Nein, zum Glück. Und dort bist du zwangsmässig, reden wir darüber, das gehen wir in der Zeit zurück, wie viele Jahre voran ist das gewesen? Wegen der Psyche das erste Mal? Die ersten sechs Monate, ja. Also ich glaube, ich habe es gesehen, mit 28 ist ja das vorgefallen, was sich jetzt da verhaftet haben. Ich bin, glaube ich, 28 geworden im Mai. Mhm. Dann bin ich noch 27 gewesen. Und ein halbes Jahr vor dem Januar, dem 6. Ja. Also eben so, das wäre der 07, Sommer 07. Du bist ein halbes Jahr bereits in der Psychiatrie. Nein. Ein halbes Jahr, bevor ich dann verhaftet wurde. Bin ich 3 Wochen in der Psyche gewesen. 3 Wochen? Ja. Ja. Und dort hat man dich auch zwangsmässig eingeliefert oder hättest du in der Zeit wieder gehen können? Nein, da hat man mich schon zwangsmässig dort rein. Ich bin ja eigentlich immer noch mal geschlossen gewesen, oder? Magst du dich noch erinnern, wie das war, wo du das allererste Mal, in den Raum hineingeführt worden ist und die Türen verschlossen worden ist und nicht mehr raus können? Ja, das wie ist das? Das ist nicht lustig. Ich habe sofort an die Scheibe geschaut und gedacht, ja, wie bringen wir echt das Scheibeli auf? Ein guter Freund von mir, also mein bester Freund aus Jugendzeit, der leider schon lange gestorben ist, der hat mir gesagt, man kann eigentlich nicht nachvollziehen, wenn man so erlebt hätte, wie das sei, wenn sich eine Gefängnistür hinter dir das erste Mal verschließt. Das ist richtig. Das ist wirklich, das kann man sagen, das kann einem ziemlich stotzig kommen, ja. Das heisst, man kommt mal da Angst über, Panik oder ja, das, oder? Nicht, das nicht gerade. Ich hatte schon Panikattacken in diesen Jahren. Wie gesagt, das kommt der, wenn du so aus dem Leben rausgerissen wirst, aktiv, und hier und dort und da essen und hier Leute, und das ist natürlich, da denke ich schon nach den ersten paar Stunden oder Tagen, Kopf ist, ich habe es ja vorhin gesehen, oder? Ich denke, ich 6 Wochen müsste zur Begutachtung sein, nach der Brandstiftung. Und ich denke, 6 Wochen geschlossen. Das ist, und dann ist es jetzt über 10 Jahre geworden, oder? Aha, genau. Und also dort, wie war das in den ersten Tagen? Ist man da einfach depressiv oder macht man da einen auf? Das ist eine ganz gute Frage. Wie ist der erste Moment gewesen? Da kommt man sofort zu den Ärzten, oder vor einer Ärztin wahrscheinlich bin ich auch. Und dann hat sie gesagt, wegen dem Medikament. Ja, Herr Lörtscher, wegen dem Medikament und so. Ja, dann sage ich, ja, Medikament. Ist Roche und Novartis, verdienen sie zu wenig? Dass in den ersten Sekunden, wenn ich vor euch stehe, mir wird Medikament verkaufen oder eingeben, oder? Mhm. Das hat mich schon dann aufgeregt, oder? Hast du überhaupt die Wahl gehabt, sage ich, vielleicht kein Medikament? In der Psyche in Münzigen, ja, das habe ich ja vorhin auch schon gesehen, wo ich nachher, also ja, die 6 Wochen habe ich mich daraus nehmen können. Dort bist du noch ohne Medis gegangen, hast du verweigern und dann haben sie nach sechs Wochen, haben sie wieder rausgelassen in dem Sinn. Richtig, das ist eine gute Frage, was nach 6 Wochen,
Also im Prinzip noch vorher habe ich gesagt, jetzt kommt der Regierungsstatthalter daher. Der ist der, der mit meinem Bruder zusammengespannt hat. Muss aufpassen. Das ist eine Unterstellung, oder? Es kann ja stimmen, was du sagst. Aha. Aber die andere Person kann sich nicht wehren. Und wenn man jetzt weiss, wer der Regierungsstatthalter ist, wird nicht mehr konkreter werden. Ja. Sorry. Aber du siehst, aus seiner Sicht von den Dingen hat quasi Politik auch mit deinem Bruder oder mit den Leuten, die involviert sind, quasi zusammengespannt. Du findest da, die haben sich gegen dich... Sie waren halt beide Bauern gewesen, gell? Ja. Okay, ja. Und genau, aber... Und der ist natürlich... gegen Schluss ist dann die Richterin, die Untersuchungsrichterin, haben sie du bestellt. Und noch kurz vorher haben sie, glaube ich, einfach mal auf St. Johansen telefoniert und die irgendwie, das ist da ein Massenzentrum zwischen Bieler und Neuburgersee. Und die haben gesagt, sie wollen keine Leute, außer sie haben FFE, oder weißt du, was FFE geheissen? Früher. Nein. FFE hat fürsorglicher Freiheitsentzug geheissen. Ja, man muss fürsorglich jemanden auf einmal da einsperren. Jetzt ist es FU, das ist... Zum eigenen Schutz und zum Schutz von anderen. Beides allweil, genau. Und jetzt ist es FU, fürsorgliche Unterbringung. Da haben das ein bisschen schöner vielleicht noch. Dann wie fuck you. Okay. Und die fürsorgliche Unterbringung hat nach 6 Wochen dann geendet, nachdem eine Richterin geurteilt hat, es gibt keine genügende Grundlage, um dich weiter festzuhalten, oder wie ist das? Nein. Ja, eigentlich habe ich schon auch immer gehofft, dass jemand sich einsetzt für mich. Aber sie ist dann gekommen und hat gesagt, wir müssen euch in U-Haft versetzen. Ihre Schreiberin hat geschrieben und gemacht. Und dann hat sie wegen dem Anwalt gesehen und ich habe gesagt, ja, ich weiß auch nicht wegen dem Anwalt. Sie hat gesagt, das muss jetzt schnell gehen, der Anwalt muss her. Und dann haben sie eine Pflichtanwalt geschaltet. Die U-Haft wegen was? Was hast du denn verbrochen dort? Das ist von dem, wo wir jetzt am Reden, ich habe nicht von anderem geredet. Aha, ich habe gemeint, jetzt, dort, wo du überwältigt worden bist von dem Schäferhund und dem Polizisten, ja. Das sei nicht das erste Mal, dass du ins Gefängnis gekommen bist, sondern bereits ein halbes Jahr oder Jahr richtig, voran. Ja, das stimmt. Ja. Nein, aber ich bin jetzt am Reden, nach der Verhaftung bin ich für 6 Wochen für zur Begutachtung in die Klinik einmal gekommen, oder? Nach der Festnahme durch den Polizeihund und den Polizisten redest du jetzt? Ja, als hat das Polizeiauto mit auf Thun zerspracht. Und die gesagt, jetzt gehen wir sofort auf Münzigen. Links hat man früher gespottet, oder? Da ist die Psyche. Und dort haben sie ein Gutachten, die Ärzte die ganze Zeit geredet mit mir und nachher haben sie ein sehr Gutachten gemacht. Und dann später die Untersuchungsrichterin, oder gerade sehr schnell nachher, hat die Untersuchungsrichterin gesagt, sie wollen auch nochmal ein Gutachten machen. Schlecht gut, achten. Jetzt haben wir die ganze Zeit davon geredet, nach der versuchten Brandstiftung, was dort passiert ist. Da haben wir von dem geredet. Ah, Entschuldigung. Gut, dann lassen wir das andere mal ruhen. Dann ist ja gleich, was dort war. Und dann bist du 6 Wochen lang dort gewesen und nach 6 Wochen hat man dich in U-Haft gesteckt. Ganz genau. U-Haft ist ja eine besonders brutale Form von Haft, weil man ja dann quasi isoliert ist von anderen Gefangenen. Ja, mehr oder weniger. Einzelhaft. Und das weißt du. Obwohl man offiziell noch nicht als schuldig gilt, und du gewisse Rechte hat. Ich glaube, wenn man Geld hat, ist das richtig. Dürftest du Pizza bestellen, sie müssen es zerbringen. Nein. Ist das nicht so? Nein. Ah, wir hatten eine Liste. Am Anfang war das noch schwierig. Darum bin ich froh, bin ich plötzlich noch in eine Dreierzelle gekommen, weil ich an einer anderen am Durchdrehen war. Und dann haben wir einfach so ein bisschen, da sind überall ein bisschen Sachen schon gehabt. Da haben mir etwas zu essen und zu trinken gegeben. Und dann habe ich auch eine Liste bekommen, wo ich Sachen bestellen konnte. Okay. So hat man einfach mal 150 Steine gegeben. Ich habe mal gehört, vielleicht hat das nicht gestimmt oder stimmt nicht mehr, dass wenn man in U-Haft sei, dass man quasi noch ein richtiger Gefangener in dem Sinn ist. Man ist zwar eben im Freiheitsentzug ist da, aber man hat noch mehr Recht als normale Gefangener in dem Sinn, dass man eben dürfte zum Beispiel jetzt von einem 5-Sterne-Hotel sich ein feines Essen holen, wenn man es natürlich selber zahlt. Oder? Ja, das hat mir niemand gesehen, dass so jemand hätte machen können. Das tun. Das tun im Hochsicherheitsgefängnis, von dem reden wir. Thun Hochsicherheitsgefängnis, zuerst alleine. Und dort bist du dann verständlicherweise, würde ich sagen, dann wahrscheinlich einen psychischen Anschlag gekommen. Ja, genau. Wie lange bist du alleine gewesen? Ganz kurz. Ich bin reingewiesen worden in die Einerzelle, hast nichts rausgesehen, als die nächste Wand her.
Ein kleines Fenster wird es gehabt haben. Ja, so ein längliches. Oder? Die meisten sind so längliche Fenster. Mhm. Gitter alle voran. So. Ausbrechen, keine Chance dort natürlich. Ja, kannst du dir vorstellen. Genau. Ich habe es mal probiert, das habe ich fast nicht geglaubt. Ja, nein, eben. Und nachher glaube ich, auf jeden Fall ein ganz flotter Wärter, der später mit mir auch gute Beziehungen hatte, ist noch mal der bei mir auch noch aufs Bett gehockt. Ich glaube, es war am ersten Abend gewesen. Der hat sofort so gelbe Zettel gehabt, der Fernseher war da, mich schon aufgeregt, hab dem huren Fernseher, was soll ich nur mit dem Fernseher Tag und Nacht? Ich habe natürlich gleich viel gebraucht, noch so ein bisschen für interessante Sachen. Ja. Und dann habe ich auf den gelben Zettel geschrieben, Psychiater, ich bin verzweifelt. Und dann ist dann das Türchen aufgegangen, die hat die Tür selten, außer für das Spazieren oder so, oder das Duschen, haben sie die Tür aufgetan, aber sie haben ihm die Nacht hineingegeben in diesem Türchen. Und dann habe ich ihnen den gelben Zettel gegeben und dann sind sie aufmerksam geworden und haben mich grennend und zitternd aus der Zelle rausgenommen und haben mich einem von den Chefen vorgeführt. Und dann haben sie das Gefühl gehabt, sie tun mich einfach mal in eine Dreierzelle, vielleicht, dass das für mich ein bisschen Also in dem Sinn ein Stück weit human. Ja. Im Rahmen des Möglichen. Ich meine, so etwas Gefangenschaft ist in dem Sinn immer etwas Unmenschliches oder widernatürliches, sage ich mal. Ja, das ist klar. Aber dass man dich mit anderen zusammentun hat, das war eine Erleichterung für dich. Das war eine Erleichterung, wie ich gesehen habe. Sie haben mir ein bisschen etwas zurückgegeben von ihnen. Auch so. Der Libanese hat mir mal erzählt, er sei auch so in eine Zelle reingekommen und er sofort Hungerast gemacht. Also Hungerstreik. Ja, Hungerstreik. Nach 3 Wochen sei er bewusstlos am Boden gelegen und sehen wie ein Tier rausgerissen. Und dir ist es nicht so ergangen, die haben es quasi nach dem Notruf mit ja, dem... Sie sind auf mich zugekommen, so. Genau. Es ist sehr schnell, bin ich dann auch gleich fast wieder durchgekippt. Ich habe zwar rausgesehen zur Kaserne, wir haben zu tun die grösste Kaserne, oder ein bisschen die Leute und so, das hat mir schon gut da, sehr schnell gut da. Aber der Fernseher war des Teufels, gewesen, der hat mich fast die Tag und Nacht den Fernseher bretschen lassen. Die anderen 2 Mitgefangenen haben einfach immer den Fernseher laufen lassen? Ja, der Dint hat das unbedingt wollen. Der wer? Der Enti. Es hat einen Libanes gehabt, dich ja, und wer ist der Dritte? Und einen Kosovar, respektive vom Balkan. Und der hat einfach immer den Fernseher wieder laufen lassen? Ja, und ist so vor der Rand ist er. Ist er vor der Kiste gehockt. Ja, wirklich? Ja. Ja. Und wollt ihr schauen, die SRF, oder? Ja, nein, andere sehe ich. Andere sehe ich. Und gibt es da Streit in der engen Zelle? Also ich habe einfach nachher, ich bin einmal am Durchdrehen und dachte, jetzt prätschen das mit der Gefängniszelle durch und irgendwie habe ich mich nicht mehr unter Kontrolle und ich schlage ihn halb tot oder... Ja, und ich glaube, ich habe dann auf einen Notfall nochmal gedrückt. Sie sind gekommen und gesagt, sie soll jetzt den Fernseher abstellen nach dem 12. Und hat das die ganze Nacht durch weiterlaufen Tag lassen. Und Nacht ist der Fernseher gelaufen, ja. Und du bist so weit gegangen bei dir, dass du dir überlegt hast, den wirklich quasi... Ja, überlegt. Ich habe einfach gemerkt, ich könnte außer Kontrolle geraten mit diesem Einfluss. Und der Libanese hat gesagt, in einer Nacht, morgen um 3 Uhr, er sind wir beide wach gewesen und er hat gesagt, er wüsste nicht was, aber er glaube, er sei verzaubert von der Kiste irgendwie so, oder? Manipuliert, verzaubert. Manipuliert. Hat der Libanes gesagt? Ja. Vom Schweizer Fernsehen verzaubert, oder? am Durchdrüllen wahrscheinlich, oder? Von dem Zustand. Ja. Die Nacht nicht können schlafen. Also ist gut geschlafen. Der erste Abend, wo ich bei diesen 2 eben war, haben sie mir noch sofort Schlafmedikamente drin gejagt. Und dann haben sie wahrscheinlich der Gast rings da hat nachher noch Freude gehabt, mich da wieder aufzuwecken. So. Ich war total komisch drauf von diesen Schlafbildern. Bille. Und dann mitgefangen hätte ich immer wieder aufwecken, wie das lustig fand. Ist zweimal immer so, ja. Das ist fast ein bisschen Folter, he? Das war nicht angenehm gewesen, wenn man so müde ist und immer gefecht wird. Und gleich mal bin ich nachher wieder in Einzelzellen gekommen. Das Mal habe ich auch wieder zur Kaserne rausgesehen. Habe dann nachher vieles eruieren. Nein, in der Bibliothek konnte ich Büchlein holen. Ich habe von einer Frau, die in einer Sekte in Amerika war. Ich war auch in einer Sekte. Bist du in einer Sekte gewesen? Ja, können wir noch darüber reden. Okay. Sonst.
ja, das macht das Ganze auch verständlicher, dass ich so ein bisschen auf die schiefe Bahn bekomme vielleicht. Hat die Sekte einen Namen? Ja. Oder willst du es nicht sagen? Ja, wir schauen später noch. Ja, ja, ich weiß nicht, wer dir alles zulässt. Ich werde jetzt da nicht böse reden für die ganze Schweiz. Das so. Genau, Putzle, ein grosses Putzle habe ich gemacht. Ein bisschen angefangen, Russisch zu lernen habe ich. Im Spazierhof hat man einen Russen, einen ganz jungen, hat man gesehen, wie man eine Frau sagt, wie man auf vier zählt oder so. Ein bisschen habe ich da schon vorher in Kiew bin ich gewesen, und eben in Moldawien ein bisschen Russisch gehört schon. Ja. Jetzt kannst du auf vier zählen, auf Russisch. Ja. Das ist der Vorteil, wenn man zehn im Gefängnis ist. Das ist seine Sonnenseite, gell? Ja, ja. Okay. Und tut mir leid, ich mache nicht lustig darüber, mir ist verständlich, dass es eine schlimme Situation ist. Und dann hast du gut, Tag, man kann darüber lachen. Ja, genau. Finde ich eben auch. Wenn man über etwas nicht mehr lachen kann, dann ist wirklich alles übel. Ganz übel, ja. Das heisst, du hast eine Stunde, zwei im Tag Ausgang gehabt, oder wie ist das? Eine Stunde. 23 Stunden zählen, je nachdem, die meisten. Und eine Stunde ist eben von den drei Spazierhöfen. Das waren schlimmer als Vogelkäfige. Die hatten oben durch auch Gitter. Das ist wirklich ein hochsicheres Gefängnis. Ja. Und du hast gesagt, einer versucht auszubrechen, hättest du fast nicht glauben können. Ja, das hat alle im Spazierhof erzählt. Wir hat dort Tisch, natürlich auch Stuhl, das ist alles im Beton verankert. Mhm. Und dort sind Schrauben. Und irgendwie konnte er so eine Konsole können lösen vom Stuhl oder vom Tisch. Also Stoppmutter, nehme ich an, sie sogar gewesen. Ich weiß nicht, wie der die Mutter hätte können. Das, und dann hat er mit der Konsole angefangen, außen den Gitter auseinanderzudrücken. Mit dieser Schraube? Oder? Mit der Konsole. Die Schraube. Ah, das Schraube ist allein in einem Raum recht lang. Aha, in seiner Gefängniszelle. In der Zelle. Er hätte können sein fest verankertes Ding wegnehmen und dann mit Hebelwirkung quasi anfangen. Ja. Ich hoffe, er hat mich nicht angeschaut, aber und nachher hat er dann mit dem Ding sich abseilen, mit dem Duvet, mit dem Anzug. Und das hat aber nicht geklappt. Sie ist leider gerade genug früh gesehen. Mhm. Sie sind mir draufgekommen, sie haben es alle gesehen, dass die Gitterstäbe verbogen sind. Oder? Ja, ja. Nein, sonst abgehauen. Wüsste sie wenig, ist nicht so einfach. Ich habe mal gehört von einem Gefängnis in Frauenfeld, das ist aber nicht so ein Hochsicherheitsding. Sie haben gesagt, sie machen es extra so, dass wenn einer will ausbrechen, dass er es kann. Aha. Und so aus dem Grund, dass sie nicht wollen, dass er aus Verzweiflung an einem Wärter etwas antut. Mhm. Ich meine, das ist natürlich nicht für schwer straffällige Mörder und weiss ich was, aber wenn jemand quasi so kleinere Delikte gemacht hat, dann gibt man ihm lieber die Chance, dass er über einen Mauer hüpfen und abhauen kann. Ja. Und dann Man denkt, man fängt ihn dann so wieder ein. Ja. Sondern, als dass er plötzlich aus dem Nichts zu sehr einen Wärter absticht oder so. Ja. Und darum, wenn es dort quasi die Hürde zum Ausbrechen ist relativ hoch, aber ist nicht unüberwindbar und das gewollt. Aber dort, wo du gewesen bist, ist es gewollt unüberwindbar. Ja, ja. Ja, ja. Und in diesem Hochsicherheitsgefängnis tun, haben wir nicht müssen, aber sie dürfen uns ein bisschen Arbeit geben. Und dann hatte ich ein Riesenschwenk, dass mir so ein junger Mann aus der Innerschweiz ist mir klopfen. Weil er sieht, ich sei Schreiner, soll ich zu mir kommen reden. Und dann konnte ich nachher mit dem Abbau, so haben wir da etwa so zwei Stunden. Also ein Wärter? Ich sei Schreiner. Ich bin Schreiner. Ach, du bist auch Schreiner und ein Wärter dort ist auch ehemaliger Schreiner gewesen. Allweil in die Richtung, ja. Und er hatte dann so eine Maschine, so eine kombinierte. Und dann haben wir dann auch etwas Vogelhäuschen gemacht, noch ein anderes Mal, was ich gegen das Leben hätte nehmen wollen. Also ja, sie haben sich relativ viel selber zu nehmen. Aber macht denn Vogelhäuschen für einen Sinn? Man kann gar nicht Vogel im Gefängnis. Ah nein, du meinst die anderen. Du hast ein Vogelhäuschen gemacht und dann die verkauft, oder was? Für die richtigen Vögel, nicht für das, die blöden Männer. Und dann hast du die können verkaufen und... Nein, ja, die sind ja auch schon irgendwo verkaufen, probieren zu verkaufen. Vielleicht ist es so mir anzuhören. Aber du hast keinen Lohn bekommen? Gibt es so, nein. So, gibt es so fürs Watch, Kollege hat viel für das Watch schon dort auch gemacht. Das hat man auf dem Thorberg auch ganz viel gemacht. Das Watch hat, wieso sie es nicht mit einer Maschine können machen, aber wir müssen die Plexiglas, durchsichtige Schachtel, auftun und so ein Swatch-Ding hineinschieben, wieder zu und verpacken und so. Mhm.
Das hätte auch noch einige gemacht. Du aber nicht, das sind andere. Ja, ich hatte alle auf dem Thorberg oder so. Auf dem Thorberg hätte man eigentlich müssen arbeiten eigentlich. Das und kommt dann minimalen Lohn über, damit man sich den Fernseher leisten kann. Auf dem Thorberg schon, ja. Ja. Und sonst hat man, glaube ich, eigentlich einen Franken für einen Fernseher. Aber hat man nicht auch wollen arbeiten? Ich meine, die Monotonie vom Gefängnis ist wahrscheinlich sehr, sehr schwer zu tragen. Dann ist man froh, wenn man kann Swatches verpacken, oder? Also der vom Balkan hat nach uns, glaube ich, auf Thun geschrieben und gesagt, er sei glücklich. Oh, dort oben, auf dem Hügel oben. Einen Brief geschrieben, oder was? Ja, ja. Ah, das ist doch etwas in einer Freundschaft entstanden, obwohl er zu viel Fernsehen geschaut hat. Ja, hallo, ich weiß nicht, ob er den Brief einem Kollegen geschrieben oder so. Ja. Mhm. Aber man bleibt quasi dann unter Gefangenen. Gibt es noch so etwas wie Freundschaften? Auf alle Fälle. Wenn man sonst nichts hat, ist das schon sehr wichtig. Findest du, hast Glück gehabt mit den zwei, mit dem Libanes und dem Kosovo-Albaner? Findest du, hast du Glück gehabt mit den zwei? Oder? Ausser vom Fernsehen abgesehen? Ja, das ist... Ich habe ihnen auch noch geholfen, Briefe schreiben irgendwie. Und dann ist da mein Gutachten ist da plötzlich reingeflattert in die Zelle, oder? Dann haben wir ein bisschen lachen können. Auch ein bisschen lachen können zusammen. Fast drinnen gestanden? Was war denn so lustig? Ja, die Diagnose und solche Sachen, oder? Und was war die Diagnose? Schizophrenie. Paranoidische Schizophrenie. Mhm. Aber du selber, du findest, du bist völlig gesund in dem Sinn? Wahrscheinlich hat es geprägt von 10 Jahren Gefängnis und Psychiatrie. Ja, das war ja auch nicht alles nur schlecht gewesen, gell? Ich hatte ja gute und schlechtere Zeiten gehabt. Im Gefängnis? Beim Herfahren, weil überlegt, weil sagen, dass ich habe es dir im SMS geschrieben wegen Schrecken, oder? Dass ich wirklich Schrecken habe erlebt, aber viele spannende Sachen. Hast du mir das geschrieben? Das habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Aber ich muss also fast keine Nachrichten mehr über. Ja, aber habe ich geantwortet darauf? Nein, du hast etwas schon geantwortet, glaube ich. Aber es ist egal, Dani. Ja. Aber du hast Schrecken erlebt, aber auch Schönes. Ja, auf alle Fälle. Erzähl mal etwas Schönes. Ja, gut. Du hast gesehen, dass ich rumgekumpelt bin, wo ich gehört habe, dass ich auf Basel kam. Weil das ein schönes Gefängnis ist, wo... Das ist eine Psyche. Die hat früher PUC geheissen und jetzt heisst sie UPK, steht für Universitäre Psychiatrische Klinik. Das ist eine grössere Klinik und hat eine forensische Abteilung, darum heisst sie mich auch dorthin getan. Hat es früher noch Psychiatrische Universitätsklinik geheissen und jetzt heisst sie Universitäre Psychiatrische Klinik? Wieso weißt du das? Weil die zwei Buchstaben sich drehen. Jetzt müssen sie ein neues Logo entwickeln. Das ist wichtig, gell? Das ist wichtig. Muss immer wechseln. Jetzt können sie ein neues Logo in Auftrag geben. Ja, da, Haufen Geld. Und, okay, und dort ist es dann besser gegangen? Ja, normalerweise schon. Ich bin gerade erklopft, dass sie mir in ein dunkles Isolierzimmer hineingeschossen haben, zuerst. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Isolierzimmer heisst kein externe... Also im Gefängnis sieht man vielleicht Bunker und hier sieht man Isolierzimmer. Und im Bunker... Isolierzimmer tönt sexier als Bunker. Ja. Und im Isolierzimmer, in dem Bunker, rein, wieso bist du dort gelandet? Da haben sie jeden da rein getan, zuerst. Einfach mal ein bisschen Angst machen. Oder ein Kollege, ich sage den Namen jetzt auch nicht, der hat sofort gesagt, ja, Medikamente, er hat eine gewisse Angst vor diesem Zeug. Und dann ist die ganze Therapie durchgelassen. Und ich habe gesagt, ihr seid unfair, ich will auch nicht Medikamente nehmen, ich habe auch noch ein Problem. Der wollte auch Medikamente nehmen, oder? Er hat gesagt, er hätte Angst, er wollte nicht, sie haben es durchgelassen. Und wir haben sie gezwungen, die ganze Zeit bis heute. Ich bin jetzt frei, aber ich bin immer noch in einem Gefängnis. Sie zwingen mich jeden Tag 10 Tabletten reinzufressen. Das ist das, was ich dir muss sagen muss. Okay, das ist jetzt spannend, ja. Ja. Sollen wir jetzt schon auf das kommen oder sollen wir später auf das kommen? Ja. Sollen wir noch bei der Chronologie bleiben? Ich wollte vorhin noch sagen. Meine Frage war, wie dich am neuen Ort besser gefühlt hast. Das war quasi ein Upgrade. Es ist so, natürlich. Jetzt haben wir ein paar Sachen halt ein bisschen rausgelassen. Vielleicht können wir noch ein bisschen zurück. Ja, wie du willst. Ich werde jetzt die Frage noch mal beantworten. Gleich. Das hat in der geschlossenen Abteilung hat es einfach das System gegeben, dass man in 12 Lockerungsstufen wie in die Freiheit kommt. Oder? Zuerst konnte man in den Garten, wo dann nachher auch
ist umgebaut worden, etwas Hirnverbrenntes kannst du dir nicht vorstellen. Die haben dort Stahlstützen, 6 Meter hohe montiert, die Boden betoniert und Gitter dran und oben durch ein Netz, dass man auch irgendwie nicht wieder da noch könnte, etwas drüber schiessen. Dann hat man die Lockerungsstufe gehabt. Man hat mal so in den Garten können, allein vielleicht sogar, mit der Gruppe im Garten und natürlich immer begleitet. Und nachher im Park mit einzig und dann mit der Gruppe begleitet. Und dann nachher extern, Gruppe extern, wir können in die Stadt von Basel und so. Und bis am Schluss sogar noch heimreisen mit einem Pfleger. Oder? Ah, das ist quasi der Weg in die Freiheit, ja. Schritt für Schritt. Ja, ist, ich glaube, so das ist... So wie bei einem Alkoholiker, die 10 Schritte zum nicht mehr trinken. Jawohl. Und wie ist das gegangen? Also ist da gut, gibt es da Fortschritt und Rückschritt? Und ja, absolut. Ich bin ein paar Mal im ISO gelandet, im isoliert. Ins Lehrzimmer. Ja. Das ist aber eigentlich Bunker. Das heisst, du bist. Aber Licht hast du trotzdem, oder? Ja, es sieht schön aus, es hat grosse Fenster. Mhm. Siehst du da so ein bisschen in Hagen raus. Ja. Mhm. Ja, eben, wenn wir ja vorhin von Schrecken geredet haben. Etwas, was mir jetzt noch wieder in den Sinn kam, den letzten Tag, wo wir herfahren, ist schon nachher das gewesen, wo ich habe es angetönt, von dem Weltschen, von dem Massnahmenzentrum notfallmässig in die Berner Klinik bekommen, mit der totalen wie sieht man diese Abteilung? So eine verrückte Abteilung, einfach, das ist alles Hochsicherheit. Ja, das ist alles. Und dort hat es geheißen, sofort ablegen, die Chefin hat gesagt, Herr Lörtscher, jetzt habt ihr nicht still, es gibt eine Spritze zu füddeln. Und dann hat immer Stoff reingejagt dort, oder? Ohne zu sagen was, oder? Ja, nein, das ist egal, das ist einfach... Hauptsache Umsatz. Aber gegen deinen Willen eigentlich dann? Ja, sowieso. Und dann ist es aber halt weitergegangen. Bei das? Also, ja, das wie. Meine Mutter hat dann den Horror gehabt, dass sie mir im Isolierzimmer in Basel das so machen. Dann haben sie gesagt, das ist in Basel nicht erlaubt. Oder? Und dann ist es dann da so ein bisschen weitergegangen in der Abteilung. Ich habe zum Beispiel das ganze Isolierzimmer verkotzt, sorry. Und furchtbare Zustände gehabt. Und das Schlimmste ist eben... Weil du das Medikament schlecht verteilt hast, oder? Vielleicht. Oder... Ja, ich weiß selber nicht genau. Aber das ist einfach schlecht geworden. Das ist nicht selber übergeben. Du hast nicht den Finger hintergesteckt. Nein, das habe ich glaube nicht. Mhm. Und er hat da noch das Türchen bei der Tür aufgetan. Habe ich dem noch fast... Der Schieber da zugedrückt und man einen halben Weg gemacht. Und nachher haben sie mich, jetzt komme ich zum Punkt, zum Schlimmsten, haben sie mich am Bett gefesselt. Und das über Tage. Der Doktor sei jetzt gerade nicht da, sei jetzt gerade im Wochenende, in den Ferien, weiß nicht was alles. Und haben mich nachher dort manchmal ein bisschen losgelassen, manchmal wieder ein bisschen angebunden, manchmal das Essen eingelöffelt, manchmal... Quasi, wie du renitent gewesen bist, wie du dich gewehrt hast. Ja, irgendwie so. Und nachher... beim Bissl, und dann habe ich daneben gebisselt, oder? Haben sie unter mir, den Fesseln unter mir, haben sie die lieben Leute müssen... frisch betten, oder? Neues Zeug herzutun. Das ist quasi wie ein Widerstand mit den letzten möglichen Methoden, oder? Ja. Ich kenne einen Gefängniswärter, der mal gesagt hat, dass halt viele Leute ihre Gefängniszellen vollschiessen und so. Einfach aus ja, das geht. Das ist verschmieren, die ganzen Wände verschmieren, das geht alles, ja. Mhm. Und da muss ich heute sagen, das kann ich fast sogar ein bisschen verstehen. Sollte. Ich kann es verstehen, weil einfach das die einzige Methode ist, um sich überhaupt noch auszudrücken, dass man in der Verzweiflung ist. Oder? Absolut. Ja. Absolut. In Basel bin ich auch. In Basel bin ich auch im ISO gewesen. Am Sonntag bist du von oben nach einer Station. Da habe ich dann wieder gesehen und zu Bern, den lieben Arzt. Er gesagt, seid ihr verzweifelt, Herr Lötscher? Ich sage, ja, ich bin schon verzweifelt, ja. Und mir hier einfach denkt, die Mutter und ich kommen alle nicht mehr raus. Also die Mutter war auf deiner Seite? Das ja, Mutter war immer ein bisschen auf meiner Seite, schon das ganze Leben. Sie hatte eine schreckliche Geburt, als ich auf die Welt kam. Aber sie hat dich genau in dieser Zeit
Familie, aber mit der Familie ist in dem Sinne gespalten worden oder das, aber deine Mutter hat dich nicht aufgegeben, sage ich mal. Ja, ja, auf alle Fälle. Mhm. Und Mutter ist, ich habe ja nicht können telefonieren vom ersten Gefängnis aus, vom Hochsicherheitsgefängnis in Thun. Habe ich halt einen Brief geschrieben unter Tränen, oder? Und sie hat auch unter Tränen gelesen. Also, und ist mich sofort besuchen und hat sehr fest gerannt hinter dem Panzergläschen. Mhm. So breit ist die Zelle und so breit ist das Panzerglas. Okay, und das ist einmal in der Woche, wo man dich besuchen konnte? Wir hätten es tun können, ja, eine Stunde. Eine Woche oder zweimal eine halbe Stunde, ja. Ja. Und dann ist sie als Erste gekommen, oder? Und hat fest gerannt und gesagt, Markus, wir sind auch die Schuld. Was hat sie denn gesehen? Mhm. Ich weiß nicht, ob es mein Bruder schon jemals gesehen hat. Ja, genau. Er ist halt nicht da, darum können wir nicht über das vertieft reden. Oder ist heikel und auch nicht fair. Gut. Ein bisschen, oder? Also, ja. Wenn man sie anonymisieren konnte, hätte man frei darüber reden, aber es hat nicht so viele Brüder, da nehme ich mal an. Es ist zu wenig anonymisiert, um über das frei zu reden. Also ist auch zu deinem Schutz, oder? Und das ist quasi der schlimmste Moment war für dich, dass du auf dem Bett angefesselt warst. Wenn du jetzt auf die 10 Jahre zurückschaust, würdest du sagen, das war der Tiefpunkt. Ja, das ist. Ich hatte dann da so Zustände und habe dann im Nebenzimmer ein Büro gewesen, vor allem dann Pfleger und so, Pflegerinnen. Und da habe ich plötzlich das Gefühl, ich höre meinen Onkel da referieren in der Nacht. Und sie tun jetzt mir da Gericht über mich halten. Oh. Also hast du quasi Wahnvorstellungen gehabt? Ja, schon fast ein bisschen, ja. Mhm. In dieser Abteilung habe ich dann mal rausgeschaut. Also ich habe wirklich verrückte Sachen im Grind, die sich dort abgespielt haben. Habe ich die Mutter und meine Tante gesehen, aber die sind dort, wie als Kind habe ich sie dort gesehen. Ja, so ein komisches Zeug. Und würdest du sagen, das war wegen dem Medikament oder eher wegen der Arretierung am Bett? Wegen dem Medikament. Dann, als ich zum Fenster rausgeschaut habe, als ich arretiert war, habe ich glaube fast nicht rausschauen können. Ich weiß gar nicht. Mhm. Also würdest du sagen, die Medikamente sind das, was dir quasi eine Warnvorstellung gebracht hat? Ja. Oder eine Kombination von allem? Oder? Ja, alle schon so hinter, ja. Mhm. Ja, ja. Okay. Wie lange haben wir jetzt schon? Eine Stunde? Willst du eine Pause? Drei Viertel haben wir. Erst, ja. Also, ja. Wir können auch aufhören. 15 Minuten. Nein, 15 Minuten ist schwierig, kurz. Oder? Aber ich kann sonst die Leute allein unterhalten. Wir können eben nicht den Stream abbrechen. Nein, sonst machen wir auch eine Minute oder zwei. Pause. Ja genau. Gehst du mal raus? Ja. Und dann kommst du einfach wieder. Ist gut. Genau, ich überlege mir etwas. Dann können wir noch so ein bisschen überlegen, was wir in der zweiten Hälfte. Genau, was du überhaupt nicht erzählen willst. Wir können vielleicht aufhören, wenn du willst. Nein, wenn du noch Zeit hast, Dani. Ja, sicher Zeit, ja. Genau. Dann macht Spass. Genau. Dann wisst ihr was, liebe Leute, dann machen wir schon eine Pause. Dann nehmen wir einfach hier die Gesamtkamera nehmen und ich tue schnell draußen. Ich rauche nicht. Ich auch nicht viel. Gehen wir frische Luft schnappen, ein paar Minuten und lassen die Leute einfach warten. Hä? Ja. Machen wir so.
ist ich immer noch zu wenig. Genau, jetzt sind wir fast wieder live, oder? Moment. Hört man uns schon wieder? Genau, wir sind schon wieder live und man hört es schon wieder. Gut, Pause gut tun, hoffentlich. Es war eine kurze Pause. Wir haben noch kurz jetzt noch überlegt, ob wir noch weiter reden wollen. Jawohl. Wir doch den Gefängnisalltag noch vertieft darstellen wollen. Ja. Oder was das mit Time auf die lange Zeit macht. Mhm. Und dann würde ich gerne über die Zeit reden nachher, wo du wieder draußen gewesen bist und wie du jetzt lebst. Jawohl. Also im Gefängnis in selber, meine Erfahrung war, hat man auch sexuelle Bedürfnisse, oder? Es heisst irgendwie, dass ein gewisser Prozentsatz im Gefängnis, wenn ich heterosexuell ist, dann homosexuell wird. Ach so, hast ja, sogar. Hast du Sachen auch gehört, oder? Also, in Basel haben sie einmal, zumindest im Gang sind wir da draußen bei den Stühlen gesessen und dann haben sie einander da ein bisschen rumgeleckert. Obwohl es wahrscheinlich nicht schwul gewesen wäre. Ja. Und genau. Und sonst Sex, wie ist das, das Bedürfnis? Ja, gell. Du hast vorhin gesagt, es gäbe ein Medikament, das Leponex heisse. Ja, vergiss den Sex mit Leponex, das stellt der Samen ab. Hey. Ja. Ja, das ist klar. Ah, dann kommst du gar keinen Ständer mehr über, dann ist er... Mal, bei Tillen vielleicht, es tut alles ein bisschen unterschiedlich. Aber dann so wird quasi das unterdrückt und da hat man dir aber nicht zwangsmäßig verschrieben, oder? Was verschrieben? Aha, das Leponex. Mal zwangsmässig, doch. Ich habe ja die Medikamente ab, wir haben es vorher auch noch geredet, die Medikamente abgesetzt. Sie hat gesagt, ich wollte die nicht mehr fressen. Und der Impfleger hat gesagt, wir können die ja nicht zwingen. Und sie haben mir dann gleich wieder probiert zu zwingen. Nein, da wirst du schon gezwungen, für das Zeug zu fressen. Es ist wie bei der Maske, es ist wie mit dem Impfen. Bist du nicht gezwungen, aber bist eben doch gezwungen, so auf die Art. Absolut, oder? Ja, musst du nicht, aber wenn du nicht machst, dann macht das Leben zur Hölle. Ja, so auf die Art. Also bei mir war es so, ich hatte noch relativ wenig Sex in meinem Leben. Das sollte ich so nicht zu laut sagen. Ich weiß nicht, ob es gewisse Leute, meine Mutter... Das macht er etwa nicht. Ich habe mit dieser Freundin, das hätte ich natürlich, wir werden dann vielleicht nachher über das noch reden, über den Verein, wo ich aufgewachsen bin. Das ist klar, das ist Sünde, das macht man nicht, vorherlicher Sex und so weiter. Hast du gleich gemacht mit meiner Freundin und das hat es dann eben geklopft. Und ich habe gesagt, dann gehe ich halt alleine durchs Feuer. Oder? Und irgendwie habe ich das dann schon gespürt, dass ich dann auch durchs Feuer muss, bevor vielleicht dass ich dann meine richtige Frau finde. Aber jetzt, die 10 Jahre jetzt in diesem Aufenthalt, ist Sex gar kein grosses Thema gewesen? Nein. Ist das etwas, was du einfach vergessest? Ja. Kann man das? Ja, das kann man schon. Mit Medis oder ohne, wie auch immer? Ja. Also kommt mir jetzt gerade nichts Schlaues in Sinn, was ich da noch soll. Und bist du in den 10 Jahren bist du am Stück immer in der Schloss und Riegel gewesen? Bist du wieder rausgekommen, wieder reingekommen? Oder? Ja, gell, ich habe gesehen, ich war in 6 Institutionen. Mhm. Ich war sogar auch wieder zurück in Münzigen. Und da hat es mir auch ausgehängt. Ich habe nie mehr gross bedroht, das nicht, aber... Ich habe geschrien aus vom Bett aus, mitten im Nachmittag dort im Nest gewesen, und sie sollen mich bitte Not schlachten. Bitte, es tut mich Metzger. Dass ich hören kann, oder so. Ja. Also ich würde sterben? Ja. Irgendwie war es furchtbar. Hat wieder einen Ort Zucker oder schon so schlechte Erinnerungen gehabt, oder schon lange drin bist und jetzt bist du wieder wie am Anfang wieder, so auf die Art, oder? Oder wieso ist das besonders schlimm gewesen, jetzt plötzlich? Wegen, weil du schon so lange im Gefängnis gewesen bist, oder? Ich habe jetzt gerade die Frage nicht so ganz begriffen. Du hast ja gesagt, du bist zurückgekommen auf Münzig, oder wo? Ach so, ja, Entschuldigung. Und das war besonders schlimm gewesen für dich? Ja. Ist das darum besonders schlimm gewesen, weil du schon genau gewusst hast, was jetzt auf dich zukommt? Weil eigentlich habe ich, wenn ich auf ganz nach von der Freiheit war, dann, oder? Ich war noch in der Kräutergruppe und musste schon morgen abbrechen, der Kräutergruppe. Was ist eine Kräutergruppe? Einfach, weil wir auch mit Kräutern gearbeitet und so, verpackt und Zeug und Sachen. Okay. Ja. Und, genau. Ja. Bist du innen und raus oder bist du jetzt so einen Tag gegeben, wo du wann bist du das letzte Mal aus dem Gefängnis gekommen? Seit wann bist jetzt du auf freiem Fuß? Gute Frage. Das war ja in Basel, wo ich nach die 12 Lockerungsstufen durchgegangen bin. Da haben Doktor und Psychiater haben auch alle Bock gewechselt, wie das heute der Normalfall ist. Die Deutschen sagen uns da heute, sagen, wie krank dass wir sind in der Schweiz. Das habe ich besonders satt. Darum
Jetzt hat zwischendurch zum Glück auch wieder einen Haufen nette deutsche Lehrerinnen kennen, aber die grossen Typen da. Also, das heisst, ich bin du nachher gegen Schluss recht frei gsi schon. Selber auf Bern können gehen, die Identitätskarte neu machen. Und bin du nachher am 15. Mai 18. Bin ich in eine forensische WG nach Muri Bern verlegt worden. Und dann verschiedenes weiter von dort, glaube ich, nachher in das Mobischu wohnen und was dort, das Mobi? Mobischu. Mobischu wohnen. In Bern gibt es allerdings, das heißt Mobischu. Am Montbijou, mein Schatz. Oder mein, ja, genau. Vielleicht sogar. Ja, Montbijou heisst mein Schatz. Gell? Genau. Und dort bist du quasi wie betreut, hast du betreut ja, gewohnt ja. Mit gewissen Zeiten, musst du heimkommen und so Sachen, oder wie? Ja, ich konnte schon sofort in einer externen Wohnung wohnen, mit einem WG, mit einem Kollegen zusammen. Mhm. Da bin ich recht frei gewesen, da habe ich sogar... Kollege vom Gefängnis, oder? Nein, Kollege, die haben mich einfach zusammengebracht mit... Mit jemand anderem, der auch ja, genau. Der Programm ist. Und habe sogar Medikamente gehabt, in der Zentral-WG, das ganze Schubladenstöckchen richten, haben müssen auf die Apotheke die ganzen Schachteln und so holen, Verpackungen. Mhm. Und dann habe ich eigentlich wie auf meine Faust die Medikamente reinnehmen oder auch nicht reinnehmen. Auf eigene Faust, und das heisst, die musst du reinnehmen, das wird kontrolliert, ob du sie einnimmst. Jetzt bin ich eben wieder so weit, dass sie totale Kontrolle ausüben, ob die Medikamente gefressen werden oder nicht. Oder? Das heisst, mit Blutproben? Ja, das einerseits und andererseits direkt vor der Apotheke. Du musst zuschauen, wenn es... Also ich will zuschauen, ja. Wenn du schluckst. Ja, und musst das Maul aufmachen, die Zunge rausstrecken, um zu zeigen. Ja, da. Auf dem Thorberg sind mal nach 14 Tagen in der Zelle. Beim WC haben sie es nicht gemerkt, dass ich es selber rausgespült habe. Mhm. Ja, das ist natürlich, wenn man mit dem leidest du auch immer noch, in dem Sinne bist du immer noch nicht frei, solange du musst. Absolut. Das habe ich, glaube am Anfang gesagt, oder habe ich es nur gedacht, ich bin wohl in Freiheit und gleich nicht ganz, oder? Mhm. Was macht die Medikamente mit dir? Weißt du das überhaupt noch? Ja, das ist ein riesen Scheissdreck. Die haben Haufen Nebenwirkungen und das verschwiegen sie alles. Was hat es zum Beispiel für Nebenwirkungen bei dir? Mein Doktor hat angefangen, auf dem Computer rumzuschauen, auf dem Internet. Ja, dann hat er gesehen, ja, nichts von dieser oder dieser Nebenwirkung. Und plötzlich hat er es doch du gleich gesehen, oder? Die haben Nebenwirkungen. Einerseits, das ist ja ihr Ziel, dass Leute, die aggressiv waren, dass sie oben runterkommen, gedämpft werden von diesen Medikamenten. Das ist eigentlich das Verrückteste. Ich war in verschiedensten Institutionen, wo ich morgen ist am verrücktesten. Oder? Ich bin wirklich eingeschlafen bei der Arbeit. Mhm. Mehr oder weniger. Und nachher ist eben etwas, das wir auch lang nicht gecheckt haben, aber das ist das extreme Schnarchen, das übermäßige Schnarchen kommt von dem. Und der Urinfluss, wie sieht man das? Das ist ganz Zeit muss auf das WC säckeln. Harndrang, grosser. Ja, Harndrang, genau. Jede Stunde muss ich auf das WC. Und Schnarchen heisst, du kannst quasi mit dir niemand im Zimmer schlafen? Mit mir kann manchmal geht es. Es ist auch schon gegangen, als ich deutsche Frauen vor einem Jahr deutsche Frauen in meinem Zimmer gemacht habe, schlafen. Was? Deutsche Frauen hast du uns zum Schlafen gemacht? Deutsche Frauen sind zu mir gekommen und dann haben sie auf dem Jungfrau gesagt, ich habe aber nur ein Zimmer. Die natürlich sind natürlich recht erwacht, wenn ich das sage. Aber die sind eine Woche bei mir geschlafen und mir hatte gar kein Gestirn wegen dem Schnarchen. Aber jetzt bin ich auf Zeltplätzen manchmal noch gesitzt, Zürich, da, Anfang Sommer. Und ich bin in Jugendherbergen im Mehrbezirk. Es ist überall ein riesen Drama. Ich habe wirklich fast nur noch einzig. Brauchst du ein schalldichtes Zelt? Das haben wir jetzt mal gesehen. Ich müsste eine Schallwand können. Das wäre etwas. Das kostet wieder. Aber das ist gut. Dann hast du immer um dich herum kein Zelt. Du bist immer allein im Schlaf. Immer Platz für dich. Ja, ich bin jedes Mal am Greifensee bin ich wieder ab. Ich kann das denen nicht zumuten. Ja, du weißt ja, wie laut du schnarchst. Hast du es mal aufgenommen? Ja, das könnte ich eigentlich. Ja, du hörst immer nur. Ja, ja. Ja, richtig. Das. Eben. Die wilden Tiere verscheuchst bis auf Deutschland raus. Und, wo sind wir verblieben oder was haben wir noch vergessen? Ja, wenn noch, also
Einerseits eben, hat mich Wunder genommen, wie es ist, seit du wieder in der Freiheit bist. Du bist aber nicht wirklich in der Freiheit, weil du die Medikamente musst nehmen. Jawohl. Eine Frage, die mir auftaucht, ist, wenn man dir so also für 10 verschiedene Medikamente oder Pille zum Einwerfen, da hat es also schon Gewaltdelikte auch gegeben, oder? In den 10 Jahren oder voran, dass man dir so aggressiv dämpfende Sachen gibt, oder nicht? Du wolltest sagen, ich habe einiges Krasses noch gemacht, dass ich so massiv... Nein, das stimmt nicht. Das stimmt. Also gut. Eben, meine Vergangenheit, auch vorher, vor all diesen Jahren, wo wir jetzt geredet haben, ist natürlich schon... Ich habe mit dem Bruder viel gezankt, oder? In der Schule bin ich nie ein Schläger gewesen, das bin ich nie gewesen, oder? In der Schule bin ich recht gut durchgekommen. Wir haben gesagt, wir wollen dann noch über den Hintergrund von dem Verein, wo ich komme, reden. Da bin ich auch, ich habe jetzt alle gerade ein bisschen abgeschweift, sonst in der Schule wirklich wunderbare Zeit gehabt, bin recht intelligent gewesen, das ist ja gleich. Aber mit dem Brütsch, vielleicht ist jetzt das noch etwas vom Allerwichtigsten. Wieso habe ich den Krach gehabt mit dem Brütsch? Das haben wir noch nicht gesehen, oder? Ja, weil ich finde, er ist jetzt für den anderen, er für einen anderen Grund, dass er Krach hat mit dir, als du findest, wieso du mit ihm Krach hast. Ja. Ist das nicht möglich? Ja, das glaube ich nicht, nein. Ja, es ist sich wahrscheinlich anders. Wir gehen uns lieber aus. Ja. Weißt, es ist einfach wie nicht fair, oder? Ja, wenn sie Brüder sagen, er kommt auch in die Sendung, gibt auch ein Interview, dann können wir beide Meinungen hören. Dann könnte man es abgleichen. Ja. Und dann kann sich der Zuschauer ein Urteil bilden. Aber so ist es ein bisschen wie unfair, wenn er das nicht kann, oder? Ist schon gut. Sag's nochmal. Es interessiert mich im Fall auch. Ich will es nicht wissen, aber ich denke, es ist das Richtige, ja. Dass man auf das nicht vertieft eingeht. Das heisst, also, du bist nur in einer Pseudofreiheit. Du bist der Frage ein bisschen ausgewichen. Du hast gesagt, du hast nichts Gewalttätiges gemacht. Also, dir ist nie jemand verletzt worden. Dein Bruder hat einen Zahn rausgeschlagen. Dein Bruder hast du einen Zahn rausgeschlagen? Ja, und eben du kurz bevor das alles ist passiert, habe ich ihm sogar auch noch eben eine Box verabreicht. Mhm. Und wieso bin ich so ausgerastet? Eben dann im Sommer, wo ich in die Psyche bin, und dann im Winter, wo ich in die Psyche bin, und dann alles, das Gefängnis und Zeug ist passiert. Da habe ich eben dumme Sachen gemacht. Bei Männern gsi, etwas Frauen auch noch, wo mir böse Geister exorziert. Und dann nach diesen Exorzismen, merci, bin ich nachher nicht mehr ganz mich selber gewesen und habe ich dann ausgerastet. Also das kommt eben mit dazu. Bist du nicht exorziert worden, bist du inxorziert worden? Die Geister und die Dämonen sind vielleicht gegangen zum Teil und sind siebenfach wieder gekommen, wie es das in der Bibel heisst, oder sie sind mehr beschwört worden, ich bin gar nicht richtig befreit worden. Das ist ein Kollege gesagt, der würde ein ganz schlechtes Gefühl bei dem. Dann müssen wir zusammenfassen, dass es schon ein Graubereich gibt und du nicht gerade, wie soll ich sagen, du bist nicht der Sohn von Gandhi und dem und der Mutter Teresa, oder? können wir so mal das stehen lassen vielleicht, oder? Wir müssen ja nicht zu fest ins Detail gehen. Aber es gibt, auf jeden Fall ist es so, du bist jetzt gezwungen, die Medis zu nehmen. Wenn du nicht würdest nehmen, müsstest du zurück in die Kiste oder zurück in die Verwahrung. Ja, nein, das nicht gerade. Beides hoffentlich nicht gerade. Aber doch hat der Arzt gesehen, er würde sofort eine Fahndungsmeldung machen bei der Polizei und die würde mich angehen in Psyche stecken. Also eben doch. Ja. Eben schon, ja. Du bist jetzt quasi einfach draussen bis auf Weiteres und richtig frei bist nicht, sondern du die Medis musst nehmen. Und die Medis nimmst du natürlich auch und wenn nicht, wirst du dir das Interview sagen. Wenn nicht, dann kann ich nicht auf Schweden und Norwegen reisen jetzt im Sommer. Heute ist Montag erst, Mittwoch. Muss jetzt, der Doktor ist jetzt von Thun auf Bern gezögelt, halbwegs. In die Etwan, in die Hochsicherheitsabteilung, tut er jetzt dort arbeiten. Wenn ich das hoffe, dafür sagen. Ja. Und jetzt muss ich jetzt zu ihm.
das Mal nicht mehr zu tun, sondern zu Bern. Und dann geben es da, also wenn du ins Ausland willst, musst du das mitteilen. Du bist quasi auf Bewährung draussen. Ja, da muss man toll vorher, muss man das melden zu Zürich in der Apotheke, respektive der Arzt muss mit der Apotheke reden oder dann muss man die ganze Sache verpacken und mit in den Rucksack oder in den Koffer, oder? Und wie siehst du das selber? Bist du irgendwie optimistisch, dass du aus dem Ganzen rauskommst? Ja, bin ich. Doch, absetzen. Ich bin immer optimistisch. Das würde denen nicht gelingen, also, es kommt sowieso eine ganz verrückte Zeit auf uns zu. Es kommt ein Chaos, über die ganze Welt kommt ein Chaos. Und das ist meine Hoffnung, dass durch das Chaos dass sie ihre Pläne mehr können fertig machen können. Du hast ja vorhin gesagt, wir wollen, den Namen schneller nicht überlasse ich dir, dass du in einer Sekte oder sektähnlichen Gemeinschaft aufgewachsen bist und dich das durchaus auch geprägt hat, oder? Absolut. Mit welchem Alter bist du dort dabei getreten? Ja, ich bin dort hineingeboren. Hineingeboren? Ja, okay. Darum macht es eben schwierig, das Ganze, oder? Auch wieder rauszukommen, wenn man alle Freunde und alle Leute nur dort hat, dass man von der Schule keine Kollegen hat, weil man immer auf dem Bauernhof arbeiten musste, oder? Du hast quasi isoliert. Es gibt gerade eine Dokumentation auf Netflix, also du gehört hast, Keep Sweet. Heisst die von einem riesigen Psychopath, der mit über 100 Frauen verheiratet war, ein ganzes Städtchen besessen hat und so. Und dort, die Leute sind dort reingeboren. Ja. Also ich kann ihm empfehlen, die Doku zu schauen. Hat mit allen Sex gehabt, oder was? Ja, ich glaube schon. Also es ist schon lange bekannt, jetzt ist die Doku schnell rausgekommen, aber das ist so ganz abstrus. Wir können mal probieren, das einzublenden. Keep Sweet, das ist psychopathisch. Die Frauen haben alle gleichen, so komische Föhnfrisuren. Ja, das ist wie ein Brüderverein. Ja. Wie ein Brüderverein. Okay, das ist jetzt, haben wir den Namen gesagt. Oder? Dort bist du dabei eigentlich. Ja. Bist du aufgewachsen drin? Ja, und wenn ich heute das alles schiebe, meine Familie hat mich geprägt und so Dings hat mich geprägt. Die Schule hat mich auch gut, würde ich mal sagen, wirklich sehr gut geprägt. Ich hatte einen wunderbaren Lehrer. Die Unterschullehrerin war auch ganz flott. Darum habe ich auch gute Noten gemacht. Genau, aber die Vereinigung, siehst du jetzt mal die Bilder an. Für am besten noch ein bisschen das rechts, wo die viele Frauen ums Bild herumstehen, eins tiefer. Das sind seine Frauen dort, und da schauen wir das Bild an. Wie alle da das Bild anhimmeln von ihm. Und die sind jeden Abend vor meinem Bett gegangen, sind die Schlangen gestanden, um ihm einen feuchten Kuss zu geben. Küssen. Ja. Auf das Bild zu küssen. Genau, und es ist für mich, es gibt wahrscheinlich noch viel brutalere Sekten, gibt es also Selbstmordsekten, Südamerika und so. Aber das ist, glaube ich, der grösste Psychohaufen von allen. Hey. Allein, wenn du die Frisuren anschaust, wenn Frauen aufwendige Zöpfe und so. Die Frisuren schon. Und die haben selber Musik gemacht, in so komisch, schönen, sphärischen Klängen und so. Und alle müssen lachen. Alle natürlich, hat auch ältere. Also, der Vater ist gestorben und hat so seine zig Frauen hätten dann langsam den Sohn geheiratet und so. Also es ist ein völliger Psychoverein. Ja. Oder, aber der Brüderverein, der funktioniert, dort ist Monogamie, nur eine Frau, oder? Ja, das ist mehr oder weniger aber schon so. Und natürlich eben Spürzi und Schüppli ist natürlich das Markenzeichen gewesen. Was ist Spürzi? Spürzi, also der... Wie siehst du denn? Der Man-Bun. der Klumpen da auf dem Kopf. Genau, der Männer jetzt den Fußballspieler haben, das hat wie lange immer gehabt. Ja. Genau. Und jetzt haben sie sich ein bisschen gelockert. Alle sagen jetzt, es ist ja gut geworden, es hat sich jetzt alles gelockert. Ich sage, es ist nochmal äußerlich, sie sind wirklich gefangen. Also nur, dass sie das ich hatte Scientology schon vor der Tür gehabt, Brüdervereine müssen nicht kommen, ich kenne euch nicht, gehöre euch das erste Mal, aber ja, sicher schon mal eine schlechte Meinung von euch, weil es um Religion geht, um aufzuzwingen Religion. Ich wollte gerade sagen, oder? Ich bin für jeden, der Kirche austritt, die Kirche hat wirklich versagt in all diesen Jahren. Können wir mal Brüdervereine schon googeln, damit man da etwas findet? Und sechs nur einen gefärbten Wikipedia-Artikel. Und das ist in der Schweiz vor allem aktiv oder in ganz Europa? Ja, Schweiz. Das ist vor 100 Jahren oder noch etwas mehr, ist der Berger im Emmental und sieht, jetzt müssen wir aufhören zu saufen. Dann ist er in den Adelboden rein, dann ist er mit der Säge zerstechen, hat sich im Heustock versteckt. Und dann hat er überall Vereinshäuser gebaut. Der ganze, aber das ist Brüderverein, das heisst... Ja, Gemeinde für Christus. Heisst es jetzt? Heisst es jetzt, wunderbare neue Namen. Kann man den Artikel in Wikipedia ist mit Vorsicht zu geniessen? Gott ist für uns Zuflucht. Zuflucht und Schutz in Zeiten der Not. Passt jetzt zur Zeit. Ja. Okay, über uns aktive. Evangelikalische Freikirche. Du kannst den gut lesen auf die Weite. Ja, geht so. Ja, das kann, Sie sagen natürlich Freikirche. Im Sektenregister ist er drinnen, der Verein. Als sektiererisch.
Ja gut, dass wir nicht kannst viel heissen. Ich habe gemerkt, dass die für mich sind alle Kirchensektiererisch. Die einen sind einfach so erfolgreich, dass sie nicht mehr als Sekte gelten. Ey, auch so. Meine, die katholische Kirche ist eine Sekte vom Christentum. Ist eine Abspaltung vom Christentum. Eben. Oder? Und die reformierte Kirche ist eine Abspaltung vom Christentum, vom Katholizismus. Katholische. Ja. Also ja. Die katholische Kirche ist eine Abspaltung vom Judentum, habe ich es falsch gesagt. Jawohl, also. Und darum, ja, Fritz Berger und so weiter. Fritz Berger, das habe ich den Namen gesehen. Ich kann selber nachschauen. Ja. Also ich kenne die nicht, aber ich kann mich im Vergleich mit Scientology, nicht mit Scientology, mit ein bisschen Züge Hofer oder so, relativ strenge. Ja, ja, es geht in die Richtung. Weihnachten feiern wir natürlich, logisch, aber... Weihnachten? Weihnachten feiern wir, oder? Ich hoffe, dass wir nicht einmal Weihnachten feiern. Wir haben eben einen Haufen von den Brüdervereinen bei unserer Schule gehabt, und eben auch noch Ehefamilie. Mhm. Und du meinst, das hätte dich geprägt, inwiefern? Du hast ja gesagt, das ist ja auch ein Grund, also dass du der bist, wo du heute bist, hat mit dem Brüderverein nachher zu tun. Ich war einfach ein extremes Bräfi gewesen, oder? Kennst du den Ritschi von Plüsch? Weißt du, ein Bräfi, ein Bräfi? Bräfi? Ja. Kennst du den Ritschi von Plüsch? Ich kenne Plüsch, aber... Plüsch, ja. Der Ritschi ist der Frontman von Plüsch. Okay. Jetzt ist er zwar am Bandfest, ist er eben mit einer anderen Band gewesen, oder? Und ich bin mit dem noch in die letzte das Gewerbeschuljahr für Möbelschreiner, oder? Mhm. Für Schreiner. Und der hat sich aufgeregt ab mir. Dort. Ich verstehe das heute, dass er sich so hat aufgeregt. Ich war wirklich ein extremer Streberkeib gewesen, oder? Wirklich. Mhm. Und ich habe es schon noch recht weit gebracht. Aber er hat das mehr angeschissen, die Schreinerschule. Er war schon dann Musiker gewesen, gell? Mhm. Was ist echt das Wichtigste, was ich soll sagen soll? Ich weiß nicht. Ich habe einfach gedacht, du hast vorhin gesagt, dass ich dich prägt. Aber nicht unbedingt zum Guten, oder doch auch? Oder? Ich war einfach eingeschränkt wie verrückt. Ich wollte vorhin sagen, der Brüderverein ist in einer Generaldepression, in einer Schwermut, Generalschwermut. Die beten, komm du wieder, Jesus, die ist furchtbare Zeit, die wir drinnen leben, komm du doch wieder und so. Gut, da haben sie recht. Das ist eine furchtbare Zeit, die wir drinnen leben. Ja, also quasi, die sind gut, aber sind das so, sind aber nicht so Endzeitpropheten, die sagen, die Welt geht unter und so? Nein, das nicht, das schon nicht. Die Adventisten haben das gemacht, aber der Brüderverein nicht, das ist so, ja. Mhm. Ja. Okay, aber dann lassen wir das für die Ausklärung. Also der Brüderverein hat mich geprägt und die Familie hat mich auch geprägt. Die Eltern haben natürlich nicht vorbildlich, darum haben wir auch viel zankt. Ja. Aber jetzt bist du, sag ich mal, guter Dinge, obwohl all diese schlimme Zeit erlebt hast. Ja. Denkst du, du wirst die Gefängniszeit jemals einordnen oder wird das immer etwas sein? Hast du Albträume gehabt, oder du draußen bist, dass du im Gefängnis bist und so? Nein, habe ich nicht gehabt. Nein, das nicht. Wusste nicht. Wusste nicht. Nein. Wie gesagt, das war eine Zeit gewesen, wieso dass ich das gebraucht habe, die, sagen wir jetzt, 14 Jahre, wenn wir alles zusammenrechnen, oder? Wieso, dass ich das braucht? Ich war, ja, wie gesagt, relativ erfolgreich gewesen, intelligent gewesen in der Schule. Hat die Lehrerausbildung abgebrochen, das Studium zugunsten von meinem Geschäft. Die Kollegen gesagt, jetzt, du bist Geschäftsmann, du dein Geschäft führen, weiter aufbauen. Das Bern du unter anderem. Und dann habe ich das Lehrzeug hergeworfen und das Geschäft weitergeführt. Und dann aber. Ja, also eben, dann ist das eben dazwischengekommen. Entschuldigung, jetzt kommt es wieder in den Sinn. Und dann bin ich halt durch das, dass ich auch im Sport habe ich recht noch wie Erfolg hatte, bin ich natürlich recht, wie soll ich dem sagen? Hochnäsig. Ein bisschen hochnäsig geworden, ja. Ja, und gemeint, ich bin auch meistens der Beste gewesen und das schon auch. diese Phase in meinem Leben, die 14 Jahre rund, die haben mich natürlich... Die haben mich natürlich schon vom Ross oben runtergerissen. Mhm. Das ist klar. Meine Mutter. Aber ich kenne dich von den Demos. Du warst immer am Strahlen, wenn ich dich gesehen habe. Du bist ja schon ein Kind der Freude eigentlich, ist, oder? Vielleicht ist es geheuchelt. Nein. Ja, danke für das Kompliment, Daniel. Für das du nur gestrahlt, wie du mich gesehen hast. Ja. Ja, du, wollen wir das Gespräch doch ein bisschen abrunden? Oder? Jetzt tun wir noch gerade überlegen. Ja. Ich bin jetzt extra daher gekommen, wir können schauen, was wir noch gerade Wichtiges diesen Menschen könnten
sagen? Ich denke, für Leute ist immer, also für mich jetzt vor allem ist spannend, mit jemandem zu reden, der Gefängniserfahrung hat. Ich würde gerne mit anderen über das reden. Ja. Wie das schuldungslos ehrlich, was dort mit einem passiert. Oder wie mit gefangenen Tieren, sage ich mal, wie ein Tier im Zoo, sage ich mal. Aber. Da ist also schon etwas, was einem, ich habe das Gefühl, so etwas kann man fast nicht mehr, kann man fast nicht mehr vergessen, aber du sagst, du hast es eigentlich einigermaßen abgestreift jetzt. Ja, ja. Ich habe jeden, wenn nicht gerade jeden Tag, so jede Woche, ist das Thema. Bei Leuten, wo der Demo, so überall, wo ich Leute treffe, im Zug, wenn, kann man das Thema, so, dass sie sagen, dass, wie sie wissen, dass du im Gefängnis bist, oder? Nein. Leute, wo ich halt nicht einmal, wo meine Geschichte nicht kennen, kommen ich sofort drauf, was mache ich, was habe ich die letzten Jahre gemacht, und dann ist man da. Mhm. Im Thema, ja. Und dann sagst du auch ganz offen zu jedem. Du absolut, nicht... ich habe da keine Zacken aus. Abgesehen davon, dass ja 10 Jahre Psyche und Gefängnis extrem hart ist und mutmaßlich, ich kenne ja kenn nicht jedes Detail von deinem Leben, aber das scheint mir jetzt eine extrem harte Strafe. Für das, ja. Was du mir jetzt zumindest erzählt hast, ist es übertrieben hart. Aber siehst du doch auch gewisse Sachen, die du findest, selbstkritisch, das hätte ich nicht machen sollen und vielleicht ist mir Unrecht passiert, aber das, was ich gemacht habe, ist auch falsch. Absolut. Hast du so eine Reflexion? Ich war auch verletzt gewesen, weißt du. Gewisse Menschen werden ja wie verletzt in ihrer Seele oder in ihrem Herz oder irgendwie so, oder? Und das haben wir ja vorhin, ich glaube, das darf ich schon sagen, dass das Ganze wegen unserem Erb ist zustande gekommen, dass wir diesen Weg eine Spannung sich hat entwickelt, dass es bretschet hat und geklepft hat nachher, oder? Also das Erb, meinst du bei Brüdern, also die ganze... Nein. Oder was meinst du mit das Erb? Mein Vater und meine Mutter haben durch ein Los den Bauernhof bekommen vom Grossi, wo ich bin aufgewachsen. Durch ein Los? Mein Vater hat einen Brütsch, der Robi, ja. Und er hat nicht gewusst, wie wir das einem Brütsch geben oder meinem Vater geben. Wenn es gelöselt? Ja. Und das hat mein Vater getroffen. Darum hatte ich das Vorrecht, nicht in einem Mietobjekt aufzuwachsen, sondern in einem Bauernhof, wo wir können. Tauen machen, Küngel stellen, dass es klebt. Das ist super, oder? Das ist super. Wir haben mit den Pfeilenbögen rumgeschossen, Luftgewehr geschossen, Waldhütten bauen, im Bach rumgesäckelt. Super. Mhm. Und so, oder? Also eigentlich eine gute Kindheit. Jetzt. Ja. Aber? Da bin ich dankbar dafür, weißt du? Mhm. Meine Schwester würde jetzt das anders sagen. Ich glaube, meine Schwester hätte gar nicht eine gute Kindheit gehabt. Habe ich das einmal an einer Weihnachten so gemeint, rauszuhören. Genau. Wo sind wir da noch verblieben? Wegen mehr Erbszeug. Ja. Ja. Und dann ist du plötzlich mein Bruder gekommen und sieht meine Eltern, er will jetzt das Zeug übernehmen. Sonst laufe er davon. Mhm. Und das habe ich natürlich nie fair gefunden, dass man die Eltern muss unter Druck setzen und bezwingen. Okay. Da wollen wir reingehen, weil das ist am Schluss wirklich Family Business. Family Business, jetzt haben wir schon wieder Zeit. Nein, ist okay. Du hast ja nichts Falsches gesagt oder so. Es ist ja richtig, dass du das nicht fair findest und so. Das ist ja deine Stellung. Und darum habe ich auch dann, hat sich im Grossis Wohnung das ganze Drama ereignet. Oder? Mhm. Genau. Aber wenn du jetzt noch probierst, selbstkritisch zu sein, was würdest du anders machen heute? Ja, ich würde einfach nicht festhalten. Ich würde einfach nicht um alles in der Welt festhalten, dass sie auch noch etwas von diesem Erbe bekommen. Mhm. Ich bin ja heute voll glücklich, dass ich nicht muss zu meinen Schafen auf die Voralp aufhören. Ich hätte gesagt, mindestens die Voralp könnte er mir ja schon vererben, oder? Was ist eine Voralp? Voralp ist die Weid. Das ist Voralp. Voralp ist unter der Alp. Mhm. Und dann geht man zuerst auf die Voralp und dann geht man auf die Alp im Sommer und dann geht man wieder runter und wieder ein ganzes Tal runter, oder? Okay. Ja. Genau. Du findest, du bist ungerecht behandelt worden, so tönt das, so. Aber gleichzeitig findest du aber auch im Nachhinein, hättest du das Unrecht da können stehen lassen sollen. Hätte ich nicht kämpfen sollen. Wenn du heute drauf schaust, pfeifst du auf die Voralp. Ja, absolut. ich habe ein spannendes Leben vor mir, da bin ich hundertprozentig sicher. Mhm.
das Leben ist ja nicht einfach irgendwie so etwas, was passiert. Es ist ja zum Teil auch wie vorbestimmt oder, mhm. oder gewisse Berufungen, die die Menschen bekommen. Mhm. Also, bin ich sehr flexibel jetzt und bin nicht mehr gebunden. Auch wenn ich noch essen kann. Vielleicht gehe ich morgen übermorgen wieder essen zur Mutter. Mhm. Ich meine, du bist 42, statistisch gesehen genau in der Lebensmitte. Ausser du Corona über, dann ist erst 43 die Lebensmitte. Statistisch gesehen. Ist das so? Ja. Die Lebenswerte in der Schweiz ist 84, Corona-Tot ist in der Schweiz 86. Aber lassen wir das, das will ich jeden Tag wiederholen. Aber das heisst, das halbe Leben noch vor dir? Ja, je nachdem, wenn die Welt, wie lange das die Welt noch besteht. Ja. Jetzt machst du noch einen Untergangssekten auf, oder was? Ja, manchmal denke ich schon, du hast es gesehen, es ist schon eine verrückte Welt. Ja. Das, mit dieser Entwicklung, dieser ganz verrückten technischen Entwicklung, die Welt in den letzten Jahren durchgemacht hat, das ist absolut. Ja. Das Handy schon nur, das Gerät, das Handy, wo alles drauf ist. Und schlussendlich, jetzt habe ich gerade noch den Räder. Die Sache hast du zum Teil verpasst im Gefängnis, hat die Entwicklung. Du sagst es, das Smartphone, das ist. Wann ist das Smartphone gekommen? Das iPhone gab es so 2007 in der Schweiz, 2008 oder so, würde ich sagen. 2008, da bin ich gerade. Und dann ist der Kollege gekommen, die Eltern sind gekommen, und haben wir vom anderen Flotten, wo man jetzt so das Handy zahlt, immer noch so, haben sie mir so ein kleines Smartphone gebracht. Ja, und das ist noch gestaunet. Auf Basel. Ja, mehr oder weniger schon. Ja, ja. Ja, aber du denkst über so da am Leben rund. Ich meine, wir können ja für wieder mal Gespräche führen, wenn du findest, etwas anderes ist noch sehr wichtig. Aber grundsätzlich freust du dich auf ein Leben ohne Mauern und ohne Medikamente. Ja. Ja, sicher schon. Das sind die beiden Ziele. Das eine ist erfüllt, die Mauern sind nicht mehr rum, es ist nur noch die medikamentöse, der Schleier von den Medikamenten, der umgibt dich noch. Gell, und sie sagen, es kann natürlich irgendwo der Organ schaden. Oder selbst Pfleger geben zu, dass die Gefühle verflachen können. Aber sag dann, du musst das Leben, dann nehme ich an, oder? Zum Aggressionen hemmen. Oder nehme ich an, es ist mit Aggressionshemmer. Oder was gäbe es dir da? Da wird mit natürlich auch eine Nebenwirkung haben, dass die grundsätzlich Emotionen gehemmt werden. Ja, ja, eben. Du siehst das schon richtig. Ja. Das heisst, du lebst nicht wie in einer Wolke rein, kann man das so sagen? Du? Ja, einige sagen, das sei verrückt, wie die Medikamente so das machen, was du jetzt gesehen hast. Aber ist da ein Plan, dass man das mal absetzt? Oder ist das jetzt einfach lebenslang? Ja, das ist ganz eine gute Frage, Daniel. Wir haben doch gesehen, ich bin auch bei einer Psychologin, habe immer müssen gehen zu Bern, bei der Uni quasi. Forensische Dienste Bern oder so, glaube ich. Und dann hat man dann gesagt, so, jetzt kann ich hören dort. Man hat auch mit dem Dings, mit der Behörde, Bewährungs- und Vollzugsdienste, das hat man dann abgehängt und hat ganz klar gesagt, jetzt kann ich zu einem Arzt, das muss mit einem Arzt passieren, dass ich die Medikamente ausschleichen kann. Dann in Basel habe ich einfach alles Klapp, alles aufgehört. Aber hier haben wir gesehen, jetzt müssen wir es probieren auszuschleichen. Und was ist passiert? Die haben eine Gefährdungsmeldung an Kesp irgendwie noch geschrieben und Zeug und Sachen. Und jetzt die Ärzte oder von der Arzt, wer auch immer, Ärzte, aber ich habe manchmal noch mehrere, das ist noch, ob das, wo ich jetzt rede, ist noch mal einer. Kesp und die tun jetzt zusammen arbeiten und sie sagen, sie wollen die Medikamente aufsetzen, so wie ich emotional und manchmal fast ein bisschen angetreut und so. Das ist schon eine Sauerei, ehrlich gesagt. Das finde ich eine hure Sauerei, was sie machen. Die Mühlen des Systems, also merken wir jetzt alle mit Corona, wie das System einfach unerbittlich malt und Leute zurücklässt. Ja. Das ist die schlimmste Erfahrung, die du gemacht hast, die letzten 10, 14 Jahre. Jawohl. Und ich sage halt, ich habe jetzt das, sagen wir mal, 10 bis 14 Jahre erlebt, was der satanisch, das darf man fast nicht sagen, aber der massive Druck, die Erpressung und die Nötigung, das hat jetzt die ganze Welt erlebt mit dem Dings, oder? Du meinst, wir sind alle jetzt eine Art in der psychiatrischen Zwangsinsicht. Jawohl, richtig. Und sie sagen mir, Herr Lörtscher, es ist für euch, sie haben am Anfang auch noch gefragt, wie ihr euch das Leben nehmen? Wie geht es euch? Wie ihr euch eigentlich das Leben nehmen? Ich sage, hört doch auf, blöde Fragen stellen und so.
es ist für einen Schutz, für einen Herrn Lötscher, ein Schutz. Genau wie bei den Corona-Spritzen. Mit der Maske und all dem Zeug. Jawohl. Ja, genau. So. Okay. Interessant. Und also das System haben wir alle kennengelernt, jetzt als unerbittlich, eben als etwas, wo einfach alles zermalmt, dass man im Weg kommt, ja, mit Willkür und also irgendwas. Wahnsinn. Und gleichzeitig aber auch, hast du wahrscheinlich auch Begegnungen gehabt mit einzelnen Wärtern, mit einzelnen Leuten, ja, die es wirklich gut gemeint haben, ja, mit dir. Drin hat man gesehen, am Morgen Nationalrat Lötscher, das ist morgen, guten Morgen. Was, Nationalrat? Was? Ja. Lötscher, hat jemand, ja, gesagt? Hat man drin Wärtscher gesagt, ja. Wieso Nationalrat? Das ist ein Insider-Witz, den du verstehst, oder? Nein, er hat das Gefühl gehabt, ich werde den Sigi oder werde Nationalrat. Also, ich kann sagen, egal wer, wenn es einfach jemand anderes ist, als die 200, die jetzt oben haben, es kann nicht schlechter werden. Und wie viele haben wir Nationalrat? Haben wir die Zahlen noch verschätzt? Nein, du weißt es schon. Ja, ich bin ja politisch nicht so interessiert gewesen, bis der Corona-Mist über uns runtergekommen ist. Ja. Ja, nun, ja, dann würde ich sagen, tun wir da abrunden, oder? Ja. Dann auf eine Zukunft mit viel, ja, mit viel freiem Himmel, ohne Netz, ohne Mauern und, ja, ohne Medikamente. Ja, super, Daniel. Merci vielmals, dass ich durfte. Ja, danke, dass du den Weg gefunden hast, Daniel. Ja. Alles Gute. Und ich durfte in Studio, wäre das riesige Studio, also das Studio mit vielen Kameras, besser gesagt. Ja. Genau. Gemütlich aber, oder? Schöner Tisch. Ja. Das ist graphologisch, oder? Das ist Herr der Ringe eingraviert. So. Ja. Da kann ich nicht so mit. Nur das Neue Testament ist auch noch drauf. Nicht graphologisch. Wie heisst das? Wie heisst die Schrift? Die blinde Schrift? Wie heisst die blinde Schrift? Paré. Nein, nicht Paré. Wie heisst die? Ah, das ist jetzt auch noch peinlich, wie die heisst. Da weiss doch jeder. Jetzt müssen wir es noch googeln. Nein, ich weiß es nicht. Das habe ich nie gewusst. Oh, Brei. Brei-Schrift. Nein, das habe ich nicht gewusst. Nicht Gerald Brei, sondern Brei-Schrift. Breile. Genau. Okay. Noch schnell ablesen, eine Verabschiedung. Ich danke ganz herzlich fürs Zuschalten und wir sehen uns wieder spätestens morgen gegen die 8. Oder schon früher. Ciao miteinander. Tschüss. Oh, Schreibfehler.